Hallo und herzlich willkommen hier auf dem NVIDIA-Kanal zu unserer NVIDIA-Show auf dem NVIDIA-Twitch-Kanal. Und ja, ich bin der Nuki und wie ihr schon sehen könnt, ich bin heute alleine hier, denn der gute Nunja, ja, wird ersetzt durch meine kleine Ente. Er ist krank, verhindert, kann leider nicht kommen, aber ich bin nicht ganz alleine, denn die Regie ist auch noch da und da wird mir der gute Mike hier ein bisschen zur Seite stehen und immer so aus dem Hintergrund aussprechen. Hi Mike, wie geht's dir? Moin André. Ja, mir geht's gut. Alles bestens. Wir kriegen das heute schon geschaukelt und ersetzen den Kai passend, denke ich. Ja, zwar jetzt nicht im Bild, aber im Ton auf jeden Fall. Also ich bin nicht ganz allein. Also nicht wundern, wenn da jemand dann von hinten ein bisschen reden wird. Ja, was haben wir alles für euch heute? Wir haben natürlich wieder einiges am Start. Zum einen haben wir wie immer den guten Mase, der einen NVIDIA Shield Tablet-Test hat und da die Mobile Gaming-Sektion ausgecheckt hat. Zudem haben wir ein ganz persönliches Interview mit Don Deglow, einem ja, großartigen Spieleentwickler. Da kommen wir nachher dazu, die ihn vielleicht jetzt nicht ganz von euch kennen. Zudem haben wir eine neue Folge von Tune Your System. Diesmal geht es da nicht um den Roller, diesmal haben wir uns den Tweeter geschnappt und dafür ein bisschen Action gesorgt. Und es wird ja nachher dann nun ja hoffentlich in einem kleinen Skype-Interview nochmal zugeschaltet sein, hier live in der Sendung. Wir schauen mal, wie es ihm geht, wollen da ein bisschen über League of Legends, über DLCS reden und hoffen, dass es dann nachher klappt. Und im Abschluss haben wir noch eine Runde Beat the Pro. Da könnt ihr eine Grafikkarte gewinnen. Das gute Stück habe ich hier eingeschweißt, verpackt. Um das gute Stück handelt es sich. Das könnt ihr abstauben. Eine GeForce GTX 960 von EVGA in dem Fall. Und ja, dafür müsst ihr nicht viel tun, außer mich im AMAP-Duell besiegen. Und ja, wer da Bock drauf hat, sollte auf jeden Fall am Ball bleiben. Das gibt es am Ende der Show. Und da solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon mal eure Steam-Community-Links raussuchen. Ziemlich einfach. Einfach auf euer Profil gehen und dann gucken. So, kommen wir erstmal zum Anfang. Der Anfang, den macht unser guter Mase. Der Mase hat wieder einen NVIDIA Shield Tablet-Test für euch. Letzte Woche hat er ein wirklich richtig geiles Spiel gehabt. Crossy Roads hat uns wirklich geflasht und war mega geil. Ich bin mal gespannt, was er sich diese Woche rausgesucht hat, denn das wird ganz schön schwer zu toppen sein. Mase, wie schaut's aus? Erinnert ihr euch noch an das NES und das dazugehörige Spiel Nintendo World Cup Soccer? Nein? Dann habt ihr definitiv was verpasst. Denn es gehört nicht nur zu den besten Spielen, die jemals auf dem NES erschienen sind, sondern war ein Meilenstein für Arcade-Football auf einer Videospielplattform. Das war 1990. Heute im Jahr 2015 versucht Luna Games ein ähnliches Zugpferd für Android auf die Beine zu stellen. Und damit herzlich willkommen zum Android-Spieletest und Luna League Soccer. Luna League Soccer bietet auf den ersten Blick alles, was man sich von einem Arcade-Fußballspiel wünschen würde. Die Steuerung beschränkt sich nämlich nur auf einen einzigen Knopf, der für euch das Passen, Schießen und Attackieren des Gegners übernimmt. Das klingt zuerst nach einem Vorteil für mobile Geräte und vor allem unter dem Stern des schnellen Spiels für zwischendurch an der Bushaltestelle, raubt dem Ganzen aber unglaublich viel Spielspaß. Man kann nicht wirklich abschätzen, wohin der Ball gehen wird und auch die Kraftanzeige für den Schuss bzw. Pass wirkt wie ein ungeeichter Tacho. Die einzige Kontrolle, wenn man sie überhaupt so nennen darf, besteht darin zu entscheiden, wohin man läuft. Die KI hat das I in der Bezeichnung eigentlich nicht verdient. Sowohl eure Kameraden als auch die Gegner stehen oft einfach nur rum oder extrem dämlich auf einem Haufen, sodass ein Schuss aufs Tor oder welche Richtung auch immer ein Kinderspiel ist. Die Kollisionsabfrage ist genauso seltsam. Man weiß nicht wirklich, wie genau man den Gegner tackeln muss, damit der Ball erobert wird, aber das Spiel wird es schon wissen. Die Tore fallen genauso zufällig wie die Berechnung des Balles. Zwar wirbt Luna Games damit, dass alle Bälle verschiedene Eigenschaften hätten, aber wirklich viel gespürt habe ich davon ehrlich gesagt nichts. Wie auch im Arcade-Vorgänger für das NES gibt es in Luna League Soccer Superschüsse, die ein bestimmter Spieler pro Team ausführen kann. Zum Auffüllen der dafür notwendigen Leiste müssen Pässe erfolgreich gespielt werden. Sobald sie voll ist, glüht euer Topspieler auf und ist bereit für den Superschuss, in meinem Fall ein tobender, unhaltbarer Wirbelsturm. Nach 5 Spielen gibt es dann das erste Mal Level Up und die dazugehörige Möglichkeit, ein Team aufzuwerten. Dabei gibt es verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Geschwindigkeit. Ich muss gestehen, dass ich mir die Auswirkungen der verteilten Punkte nicht nochmal im Detail angesehen habe, weil mich der Rest des Spiels in den ersten 5 Spielen leider schon vergraulte. Den Multiplayer-Modus sucht man vergebens, der befindet sich nämlich leider noch in der Entwicklung. Für 70 Cent kann man sich alle Teams und Bälle und auch Spielfelder sofort freischalten. Alternativ kann man sie natürlich auch erspielen. Wie lange das dauern würde, kann ich leider nicht abschätzen. Leider dürfte ihr euch trotzdem nach jedem gemachten Spiel einen Werbespot anschauen. Dafür ist das Spiel aber kostenlos. Die Illustration, Menüführung und die Grafik des Spiels geht aber so in Ordnung. Leider aber auch nicht mehr. Eigentlich sehr schade. Ich hatte gehofft, Luna League Soccer ist genau das, was es verspricht, nämlich ein gutes Arcade-Fußballspiel. Leider war das überhaupt nicht der Fall und ich könnte schwören, ich hätte damals auf dem NES mehr Spaß mit Soccer World Cup gehabt. Nichtsdestotrotz, es sieht gut aus, es macht
ja, doch schon ein bisschen Spaß. Aber es reicht halt einfach nicht an die Arcade-Fußballspiele von früher heran. Und für alle, die eben jünger sind als ich und das NES verpasst haben, die sind da vielleicht nicht ganz so vorbelastet und können an Lunar League Soccer durchaus ihren Spaß finden. Ansonsten würde ich euch eher raten, FIFA Ultimate Team runterzuladen, denn das bringt Fußballspaß pur und hat weniger Macken als Lunar League Soccer. Nichtsdestotrotz, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, sehr, sehr gerne. Die Download-Empfehlung, die kriegt ihr aber diesmal leider nicht. Ja, vielen Dank, Mase. Sah sehr interessant aus. Ja, ist anscheinend jetzt mal kein Spieletipp gewesen, aber nichtsdestotrotz, probiert's aus, testet's aus, kostet ja nicht viel, man kann es mal probieren. Und ich hatte letztens selber so ein Arcade-Fußballspiel mir gesucht gehabt, als ich auf den SL-Meisterschaften in Duisburg war. Und auch da gegen das Publikum ein bisschen zu spielen, wer auch vorbeikommen wollte. Und hatte da so ein ähnliches Spiel, das war wirklich, ja, grafisch gesehen halt genau das Gegenteil. Also von der Grafik her ziemlich schlecht, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Wie siehst du das, Mike? Ja, ich bin generell nicht der Fußball-Pro, sage ich mal, was das angeht. Ja. Aber ich bin, wenn dann, alter FIFA-Fan. Also ja. Ich habe das früher mehr gespielt, inzwischen habe ich da wenig Zeit zu. Aber wenn du neben dem Shootern spielst, was spielst du dann so? Querbeet wirklich, ne? Also entweder dann wirklich auch Beachbuggy zum Beispiel. Also ich habe das wirklich auf Max-Level schon mittlerweile fast. Da fehlen mir ein paar Challenges. Solche, ja, Spiele, die man halt wirklich dann alleine meistens spielt, ne? Also auch mal so ein Roleplay-Game wie The Witcher jetzt, Witcher 3, Metal Gear Solid, solche Spiele. Fußball früher, ja. Also mittlerweile nicht mehr so viel und ja, das war jetzt eins der ersten Spiele, die ich mal wieder gespielt habe. Aber hat Spaß gemacht. Ich glaube, mittlerweile gibt es auf dem Markt so viele Spiele einfach, die man da auschecken kann. Und das Coole war bei dem Spiel natürlich auch, du kannst dann, wenn du das Nvidia Shield Tablet hast, natürlich dann den Controller nehmen und dann da halt einmal frei gegeneinander spielen. Das ist auch ein echter Vorteil. Die meisten Spieler sind ja dann immer ein bisschen faul, wenn man Konsolenspiele auf dem PC spielen möchte. Da ist der Controller natürlich super. Ja, ja, natürlich. Ja, das erstmal vielen Dank zu Mase da nochmal. Und wenn ihr irgendeinen Spielvorschlag vielleicht habt, was wir mal antesten sollen, was der Mase mal antesten sollen, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Am besten geht ihr da auf YouTube. Sucht euch die Folge raus, die letzte, die wir dann natürlich jetzt im Laufe der Woche hochladen werden oder eine der vorigen und schreibt einfach mal einen Kommentar rein, welches Spiel ihr da spielen wollt. Unten eingeblendet findet ihr nach auch den YouTube-Kanal, beziehungsweise unten im Stream ist der verlinkt und da einfach mal reinschauen, wenn ihr da wirklich irgendein geiles Highlight habt, was er vielleicht noch nicht entdeckt hat, immer wieder gerne. Ja, von der Mobile Gaming Sektion kommen wir jetzt mal was zu, ja, E-Sport-technisch, vom Sporttechnischen zu was anderem, zum, ja, wirklichen Spiele Entwickler-Mongul, ich weiß nicht genau, wie man ihn bezeichnen kann. Er ist wirklich, ja, bekannt in der Szene. Ihr kennt ihn vielleicht nicht, sein Name ist Don Deglow und den haben wir, ja, zu einem ganz persönlichen Interview getroffen auf der Games Week in Berlin. Kurz zu ihm zu sagen, ich habe mir das mal aufgeschrieben hier wirklich, an welchen Spielen er so alles mitgewirkt hat, weil das sind wirklich eine ganze Menge. Zum Beispiel, ja, ein ganz altes Spiel, Dungeon, vielleicht sagt das nicht unbedingt was, aber Neverwinter Night zum Beispiel, Madden NFL. Stronghold, der Herr der Ringe, die zwei Türme, sind so einige Spiele, an denen er mitentwickelt hat und er hat auch einige Preise abgeräumt, ja, in diesem Bereich und den haben wir getroffen, mehr verrate ich nicht, schaut euch an, was der gute Mann zu sagen hat. Play the game. Let's play the game. It's interesting, the one thing that has not changed probably for thousands of years is the phrase, let's play. Because you don't need a computer, you need nothing electronic, all you need is that spirit of play, the desire to compete, like Wargaming's motto, let's battle. That feeling is built deeply into us as human beings. Researchers have analyzed it very scientifically. But I don't care so much about that. I know that it's a deeply held human emotion, and it's an emotion that makes us a diverse, different, interesting group of people. You know, it's interesting, if you look at the history of game graphics over the entire history of games, when we first started, we didn't have any graphics because it was just words and letters on paper. And then we started to get these very primitive, blocky game graphics where unfortunately someone would look at your screen and you say, look, this is the Venus de Milo. And they'd go, oh, I thought it was a concrete pillar because the graphics were so primitive. And people see our old games and with the low resolutions and they just laugh. And at the time people took them very seriously, but now things have changed so much.
as graphics have gotten more and more sophisticated over the years, that creates a new kind of pressure, because now, do you imitate life? The minute you imitate life, the moment anything looks wrong, it snaps to our eyes. Do you stylize to create a mood? The things we could not do in the early days of games, it's an era that's very romanticized, but we didn't have the choice of art direction. We barely had art at all. So the growth of the technology, the growth of graphics power has given us many options, but it also forces us to make creative decisions. I think if I look back at milestones of graphics over the history of games, we start out simply by getting graphics and then getting things you could recognize in steadily higher resolution. But I think that we also have to look at the point at which the technology of shaders came in and the sense that this gave us. Before shaders, you had a sense of when you were looking at the world, it was clearly an artificial world. And with the kind of technology that NVIDIA and other companies have given us, we now have that opportunity to where we can seek visually willing suspension of disbelief. I was originally trained as a playwright, and so what we were taught is in the theater, that's what we're trying to do. We want to bring the audience with us into a scene. The most modern advanced graphics allow us to show scenes to an audience and pull them in more deeply because it feels so real. I think the greatest challenge in game development now is there are so many different avenues we can take, each of which comes with its own graphic methods, graphic potentials. With tablets and touch screens, we can reach audiences literally touching them, having them touch the game and interact very directly with us, which creates a sense of connection that's very powerful. And we've very quickly gone from very primitive to very advanced graphics there. With smartphones with very small screens, we're restricted by the small screen size, but it's always in your pocket, it's always available. And then with your home PC, the power of those systems and graphics cards has grown so much that often the battle is not about what the machine can do, but it's about getting a budget to take our grand vision and bring it to life on the screen. Ja, das war ziemlich interessant, was der gute Mann dazu erzählen hatte. Er hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel und wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich, einige Preise abgeräumt. Und ich habe davon sogar ein paar Spiele gespielt. Ja, gerade Neverwinter Night, das, genau das. Habe ich wirklich genervt. Ich weiß noch, wo ich das am Anfang gespielt habe und an irgendeiner Stelle einfach nicht weiterkommen, weil es doch ziemlich schwer war. Ja, definitiv. Also ein Spiele-Klassiker. Hat richtig Spaß gemacht, also das muss man wirklich sagen. Diese Dame im Beispiel, hast mich gefragt, was ich gespielt habe, das habe ich früher gespielt. Jetzt ist es schwierig, zeitlich gesehen, weil das wirklich dann ja, verleitet hat, da sich wirklich reinzufinden. Fast so wie The Witcher quasi, da kannst du dich auch verlieren. Richtig drin verlieren, das stimmt auf jeden Fall. Ja, von der einen Größe kommen wir zur nächsten Größe, denn wir kommen zu Tweeday. Kevin Tweeday ist der gute Mann, YouTuber, auch im E-Sport bekannt durch viele Filme, die er da gemacht hat, wo er da Profiteams begleitet oder Frag-Movies macht. Und mit denen haben wir uns geschnappt und mit ihm zusammen die nächste Folge oder eine Folge Tune Your System ja, zelebriert, gedreht. Aber kannst du ganz kurz erklären, was ist denn Tune Your System, was passiert da? Genau, in diesem Fall, also wir haben Tune Your System für verschiedene Formate, hatten wir schon mal angerissen gehabt. Wir haben zum Beispiel unseren Roller, den wir umbauen, wo wir ein Nvidia Shield Tablet integrieren. In diesem Fall war jetzt Tune Your System ein bisschen was anderes, denn wir haben ja schon auf der Game Session Hannover angefangen gehabt damit. Dort ganz alleine waren wir vor Ort und haben, ja, konnten sich Leute bewerben dafür, ne, sagen, warum möchten gerade sie ausgewählt werden, warum muss genau ihr System da getuned werden. Und ein Gewinner wurde da rausgelost, der hat eine 69, eine GeForce 69 bekommen, wurde direkt live dort integriert in sein System und dann hat er danach noch die Möglichkeit gehabt, zum einen dort jetzt gegen mich zu spielen, ne? Einmal um ein Gearset und einmal um einen Asus-Monitor und in diesem Fall war es jetzt mit Tweeday. Das heißt, wir haben uns Tweeday geschnappt, haben ihn eingesagt, haben bei ihm das Ganze ja, live geschaltet, die App live geschaltet, da konnte man sich bewerben. Und der gute Niklas ist da der Gewinner gewesen und da haben wir den Niklas besucht, zusammen mit Tweeday, mit mir, mit dem Lennart und haben dort ja, einen schönen Tag verbracht. Und wie das genau aussieht, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Nein! Kennst dich ganz gut, aber jetzt hast du, glaube ich, nur Gib's Gas! Eine Menge Zeit verloren.
Hi, herzlich willkommen zu Tune Your System. Wir sind heute in Germerode beim Niklas und dem wird sein System getuned. Und er hat auch noch die Chance, zusätzlich einen Asus Monitor und Razer Gear zu gewinnen beim Beats the Pro. Wir schauen mal nach, ob er da ist. Wir hoffen natürlich, dass er da ist. Deswegen lasst uns mal reingucken. Niklas, hier ist Lennart von Tune Your System. Hi, cool, dass du da bist. Ja, cooles Zockerparadies, Rechner, Fernseher direkt daneben, was will man mehr? Aber lass uns doch noch kurz einen Moment über dich unterhalten, wie du so dazu gekommen bist, warum du dich beworben hast. Vielleicht hast du hier irgendwo ein Plätzchen, wo wir uns kurz hinsetzen können, ein bisschen unterhalten können einfach. Ja, Niklas, wir haben jetzt dein Zimmer gesehen, du hast hier unten für dich so dein eigenes Paradies. Wie kam es dazu? Haben deine Eltern gesagt, nee, wir haben oben keine Lust mehr auf dich, bloß ab im Keller? Oder wie ist das dazu gekommen, dass du hier dein eigenes Reich hast? Ach, das kam eher eigentlich von mir, weil ich, war schon ein bisschen langweilig, also es wurde oft genervt und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich hier unten wohne. Wie kam es dazu? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wo hast du die Aktion überhaupt her? Also ich habe beim Mr. Tweeday, von dem gucke ich regelmäßig die Videos und in einem Video habe ich gesehen, dass er ein Gewinnspiel macht in Zusammenarbeit mit Nvidia. Und da bin ich auf seine Facebook-Seite gegangen und habe mich da beworben. Ja. Was spielst du? Was ist so dein Lieblingsgenre bei den Games? Also hauptsächlich schon First-Person-Shooter und Counter-Strike. Aber auch Battlefield oder ja. Und kriegst du das denn so die Szene so ein bisschen mit? So gerade, wenn du sagst, Tweeday, verfolgst du die großen E-Sports-Turniere oder ist das da was, wo du sagst, nee, das ist nicht so meins? Doch, das macht mir schon viel Spaß und ich gucke auch oft Livestreams und ja, ich verfolge auch die Teams und gucke mir die Matches an. Den Tweeday haben wir natürlich dabei, ebenso den Nuki. Wir gucken aber erstmal, was du sonst noch so gewinnen kannst. Wir holen nämlich gleich mal die Sachen dazu. Wir haben noch einen Asus Monitor dabei und ein komplettes Razer Gear, was es für dich auch noch zu gewinnen gibt. Hol mal die Sachen und dann bin ich mal gespannt, was du für Augen machst. Okay. Diese Grafikkarte, die Asus Strix, Nvidia GeForce GTX 960, die hast du schon gewonnen. Die drücke ich dir schon mal so in die Hand, denn die ist schon mal dein. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Dankeschön. Aber du siehst, das wäre ja doch nicht alles. Ne? Einmal den Asus Monitor und natürlich einen kompletten Satz Razer Gear mit Maus, mit Tastatur, mit Headset. Also du bist wirklich komplett ausgestattet, musst allerdings noch dafür ein bisschen was machen. Ja. Ich würde sagen, wir tragen die Sachen erstmal rein und gucken dann, wie du dich so schlägst. Okay. Hi Nuki! Ja cool, ihr seid da. Wir kommen gleich hoch und holen euch ab. Alles klar, bis gleich. Tschüss! Ja, wir sind jetzt beim Niklas und wir werden gleich Beats the Pro zocken. Zum einen wird der Niklas zuerst gegen den Kevin antreten und da ja, kannst du das Feinste nach Hause nehmen, denn ein Razer Gearset haben wir da, bestehend aus Maus, Tastatur, Headset, alles was das Gamerherz höher schlagen lässt. Und im Anschluss daran ja, wird er gegen mich spielen in Counter-Strike. Gegen Kevin muss er auf dem Nvidia Shield Tablet Beach Buggy Racing spielen, da spielen wir 7 Maps. Ja, wer zuerst 4 hat, hat gewonnen. Und gegen mich wird es dann ein bisschen schwieriger, denke ich mal, denn da geht es ums Counter-Strike. Im M-Map-Duell muss er mich besiegen und wenn er da erfolgreich ist, dann kann er hier den schönen Asus ROG Swift G-Sync Monitor ja, direkt hier behalten. Und wenn das mal nichts ist, aber auch ihr User zu Hause, ihr könnt was gewinnen, denn
Ihr könnt abstimmen, ob ihr denkt, dass ich gewinne oder Nuki. Genau, denn unter allen, die dort richtig tippen werden, da machen wir ein Gewinnspiel und einer von den Glücklichen kann hier diese Grafikkarte, die GeForce GTX 960, abräumen. Ihr müsst dazu nur abstimmen, gewinne ich oder gewinnt der Niklas. Ja, mit ein bisschen Glück habt ihr vielleicht eine Grafikkarte gewonnen. Willkommen. Ziemlich einfach da ja, teilzunehmen und was zu gewinnen. Ihr müsst nicht viel tun, ihr müsst nur ja, beim Gewinnspiel teilnehmen. Und das gibt's bei dem guten Tweeday auf seiner Facebook-Seite. Die ist unten gleich eingeblendet. Da könnt ihr einfach raufgehen, da gibt es die App. Alternativ könnt ihr auch einfach das Video angucken. Das gibt's bei Tweeday auf dem YouTube-Kanal und auch da gibt es natürlich die Verlinkung zur App. Dann geht ihr auf die App rauf und ja, tragt eure Daten ein, tippt ab, hab ich gewonnen oder hat der Niklas gewonnen. Und am Ende gibt es dann die Auflösung im nächsten Video und dann wird ein Glücklicher von euch rausgelost und kann dann eine Grafikkarte gewinnen. Aber das ist noch nicht alles, immer noch mehr. Ne, Mike? Ja, auf jeden Fall. Wir geizen hier ja nicht, ne? Denn unter allen Followern hier, die den Kanal bis zum Ende des Monats, das ist noch wie viele Tage? Vier? Ja, fünf? Vier Tage. Bis zum Ende der Woche. Alle unter allen Followern da werden wir auch nochmal eine Grafikkarte verlosen. Also da müsst ihr nicht wirklich viel tun. Einfach einen Klick und ihr seid dabei. Und auch da müsst ihr natürlich ein bisschen Glück haben. Das gehört natürlich wie immer dazu. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mann, das mit dem Tweet war richtig geil. Ich hätte das auch gerne. Wir machen das ja noch einmal. Also wir haben noch eine Sache mit dem Doc M gemacht. Und ihr habt noch die Chance, euch zu bewerben für eure eigene Tune Your System Folge. Da müsst ihr auf die Facebook-Seite von Nvidia Deutschland gehen. Da gibt es die App, die heißt ganz normal Tune Your System. Klickt ihr drauf. Und da könnt ihr euch dann bewerben. Ihr habt die Möglichkeit, ja, eure Gewinnchance zu erhöhen, indem ihr ein Video macht. Ein ganz kurzes YouTube-Video. Ihr erklärt einfach nur kurz, warum ihr gerade gewinnen sollt. Warum genau ihr der Richtige seid, den wir da auswählen sollen. Macht ein kurzes YouTube-Video, ladet das bei euch auf dem Kanal hoch. Ihr könnt es auch privat lassen, muss ja kein anderer sehen, wenn ihr es nicht unbedingt möchtet. Hauptsache wir sehen es. Und dann schickt ihr uns den YouTube-Link mit in der App, während ihr eure Daten eintragt. Und dann ja, habt ihr schon eure Gewinnchance ein Stück erhöht. Und am Ende auch wird da ein Glücklicher dann rausgewählt und den werden wir besuchen. Und wir sind, was das angeht, auch eine harte Jury, ne? Also das stimmt. Also, ne? Nicht schwer zu begeistern in einen Teilen, schwer zu begeistern in anderen Teilen. Seid kreativ, denkt euch was aus und dann ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück, dass ihr da ausgelost werdet. Und wir haben noch eine kleine Sache, ne? Denn ja. The Witcher 3, das Spiel, was jetzt hier letztens erschienen ist, was wir intensiv gezockt haben, was ich immer noch leider Gottes intensiv zocke, denn es lässt sich nicht los. Ja, ja, das ist tatsächlich. Ich habe selber auch gestreamt. Gestern kam ich nicht dazu, aber heute Abend vielleicht nochmal schauen. Ja. Werde ich nochmal ein bisschen daddeln. Denn da verlosen wir eine Collector's Edition, die es überhaupt nicht mehr gibt, nirgendwo im Handel erhältlich, ausverkauft bis sonst wohin. Und das, ja, wie ihr das machen müsst, was ihr machen müsst, wie ihr es gewinnen könnt, das erklärt euch der Film. Leute, ich bin The Power und wir von Nvidia haben passend zum Witcher 3 Release was für euch vorbereitet. Bei uns könnt ihr die offizielle Collector's Edition gewinnen. Nicht mehr erhältlich, ungefähr 300 Euro wert. Also geiles Gewinnspiel. Was müsst ihr dafür tun, fragt ihr euch? Ihr müsst den besten Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in The Witcher 3 und Leute, ich bin mit The Power und wir von Nvidia hochladen. Haben passend zum Witcher 3 Release was für euch vorbereitet. Den Link davon bei uns könnt ihr, nehmt ihr mit die auf die offizielle Collector's Edition von Nvidia. Dort nicht mehr erhältlich, ungefähr 300 Euro wert. Also, geiles Gewinnspiel. Und was müsst ihr dafür tun, fragt ihr euch? Ihr müsst den besten Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in The Witcher 3, aufgenommen mit Nvidia Shadowplay, hochladen auf eurem eigenen YouTube-Kanal. Den Link davon, den nehmt ihr mit auf die Facebook-Seite von Nvidia. Dort findet ihr eine Gewinnspiel-App. Da postet ihr ihn rein. Und das war's schon. Viel Glück, viel Erfolg, euer The Power. Ja, also auch da habt ihr die Möglichkeit, nochmal was zu gewinnen. Für die es jetzt vielleicht zu schnell wart. Ihr müsst eigentlich nur Witcher 3 kurzen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang aufnehmen mit Nvidia Shadowplay, kurz auf YouTube hochladen und dann uns den Link schicken mit euren Daten. Die App dazu findet ihr ein Stück weiter unten unter dem Stream hier. Da ist das Ganze verlinkt. Gebt ihr alles ein und für jeden Like, den ihr zusätzlich auf eurem Video generiert, da könnt ihr, ja, nun jetzt sag ich schon, da könnt ihr dann ja, bis zu 5 Lose bekommen und dann wird auch da ein Glücklicher hier das Paket bekommen, das da hinten irgendwo steht. Und es ist wirklich so eine
Sieht man das hier? So eine riesen Box. Was sammelst du da hinten drauf? Ich hab gezeigt, wie groß die Box ist. Die ist riesig. Wir haben die ist so unglaublich groß. Musst du fast so zweit schon hochtragen. Ja, willkommen zu League of Legends. Willkommen zu Lunia, der Verschollene. Wie geht's dir? Hinter dir. Ja, langsam wird's wieder besser. Ich habe gestern gegrillt und zu viel gegessen. Und das musste irgendwie raus in unnatürlichen Abständen. Aber ach du Scheiße. Kommen wir zu League of Legends. Ach du Scheiße, ja, das war ein bisschen kacke, das Ganze. Naja, egal, wir wollen das Thema nicht weiter thematisieren. Wir kümmern uns lieber um schöne Sachen, um League of Legends. Denn LCS geht wieder los. Die LCS startet, hast du mir geflüstert. Ja, ich nicht als, nur geflüstert, habe ich gebrüllt. Von Hamburg nach Osnabrück. Ja. Da hast du gesagt, na gut, dann hole ich halt in Skype, da musst du nicht so schreien. Ja, ich als League of Legends voll Noob. Ja. Erklär mir mal das komplette System. Was geht da ab? Warum ist das so geil? Warum wird das so gehypt? Pass auf, die besten League of Legends Teams, die es gibt in Europa und NA, haben eine eigene Liga. Da zahlt der Entwickler Riot Games denen das Gehalt quasi, das sind festangestellte Spieler. Und die treffen sich, so wie in der Bundesliga, kannst du quasi sagen, dann wöchentlich und spielen Matches gegeneinander. Und die treffen sich wirklich vor Ort? Die treffen sich richtig vor Ort. Die wohnen alle in Berlin in Gaminghäusern. Ich glaube zumindest jetzt mittlerweile alle, weil die müssen jeden Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr dann antanzen da und gegeneinander spielen. Das ist ja nochmal eine Nummer höher als Dota oder Counter-Strike, wa? Ja, definitiv. Also League of Legends hat natürlich, also ist das erfolgreichste Spiel, was es momentan gibt. Und viele Leute hypen natürlich diese Liga-Struktur, weil du immer wieder hochqualitativen Content hast. Ja. Und ja, die besten 10 Teams spielen dann einen Split lang, also eine Saison lang gegeneinander quasi. Und die besten davon sammeln Punkte für die Weltmeisterschaften. In der Weltmeisterschaft, da geht es dann um alles, da kommen dann die Teams, die besten Teams aus Amerika, aus Korea, aus China, aus Europa und Ozeanien. Plus ein Wildcard-Team. Ich glaube, Brasilien haben sie auch noch und irgendwie. Ganz komisch, auf jeden Fall geht das wieder los mit der zweiten Saison. Es gibt jedes Jahr 2 Saisons. Einmal den Spring Split und den Summer Split. Ja. Nach dem Summer Split kommen die Worlds und dann eine kurze Ruhephase, wo der neue Patch aufgespielt wird und große Änderungen kommen. Jetzt geht's morgen los mit der neuen Saison und alle Leute freuen sich drauf. Ein Team hat sich qualifiziert über die Challenger Series quasi. Es gibt die League of Legends Championship Series. Das ist quasi die erste Liga und die Challenger Series die zweite Liga und dann gibt's Relegationsspiele und die Leute versuchen natürlich in die LCS zu kommen, weil du da voll gesponsert bist. Ja, da kriegst du ein richtiges Gehalt. Coach, Gaming House, kriegst halt einfach alles von Riot. Und ein Team hat sich qualifiziert, was zum größten Teil, also 80%, 4 von 5 Spielern, aus ehemaligen LCS-Spielern besteht, die teilweise aus der LCS rausgeflogen sind, sei es in der Relegation, oder die einfach gesagt haben, okay Jungs, wir wollen nicht mehr in dem Team spielen, ich mache mir was Neues auf. Und da ist auch eine Legende bei X-Packet zum Beispiel, also das ist der ehemalige Midlaner von Fnatic, hat unglaubliche Plays gemacht und ja, Fnatic sollte man kennen. Das sagt mir was. Die haben auch den letzten Split quasi gewonnen. Spielt aber nicht mehr bei Fnatic, sondern hat sein eigenes Team gegründet, Origin. Mit seinem ehemaligen Toplaner, sowas von Fnatic, Amazing, den man noch aus TSM-Zeiten kennt, also der war früher in Amerika, ist ein Deutscher, also dem auf jeden Fall die Daumen drücken. Missy, der von Bloodline Champions zu League of Legends gegangen ist. League of Legends war dann eine Zeit lang bei Lemon Dogs, die haben sich nicht qualifiziert, aber er hat sogar schon auf den Worlds gespielt. Das heißt, 4 von 5 Leuten, richtig stabiles Lineup, sind easy in die LCS gekommen und sehen so aus, als könnten sie eventuell die Story von Cloud9 in Amerika nachführen. Also quasi als neues Challenger-Team reinkommen in die LCS und dann richtig Erfolg haben. Denn das Line-Up und die Erfahrung, die sie mitbringen, ist halt schon gewaltig. Das klingt ja aber dann so, dass es wirklich, oder wie du es jetzt erzählt hast, dass es in League wirklich mehrere Teams gibt, die jetzt nicht aus einer Nation nur bestehen, sondern da wirklich quer bunt gemixt wird. Komplett. Also es gibt, glaube ich, lass mich überlegen, ich glaube, es gibt momentan in der LCS nur ein Team, was nur eine Nation hat, das ist Giants Gaming, das sind Spanier. So und ansonsten ist es komplett durchgewürfelt. Komplett. Also nicht so ein Counter-Strike, weil in Counter-Strike, da hatten wir ja letztens drüber gesprochen, ist es eher so, dass du wirklich die Kommunikation muss auf diese Millisekunde genau schnell kommen. In League of Legends ist es eher Strategie und du versuchst ein Team zusammenzubauen aus einem riesengroßen Pool aus Spielern. Du hast feste Positionen. Ich weiß nicht, ob es so stark in Counter-Strike ist, kannst du ehrlich gesagt nicht sagen. Aber in League of Legends hast du halt 5 Spieler und jeder hat
eine Position. Ja, haben wir die Top-Lane, die Mid-Lane, Bot-Lane besteht aus zwei Leuten, Support und AD-Carry, und einmal den Jungler. Und du versuchst halt quasi die besten freien Spieler in ein Team zu vereinen, die dich dann aber auch noch riechen können. Ja? Mhm. Weil du hast es natürlich trotzdem so, dass du in der Solo-Queue, da wo du quasi spielst, immer wieder auf Leute triffst, und ja, wenn sich die Leute dann nicht riechen können, weil der eine dem anderen ein Spiel verloren hat oder die sich angefaucht haben, wie das halt manchmal so ist in League of Legends, gerade Europa ist bekannt dafür, dass sie doch einen etwas harscheren Ton an den Start bringen, ja, dann läuft's nicht. Und so hast du jetzt 10 Teams mit, ja, viel, viel Überraschung. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen morgen startet der Bums um 18 Uhr mit dem absoluten Knaller. Und zwar ist es traditionell so, dass der letzte Split mit dem Finale des vorherigen Splits gestartet wird. In diesem Fall Unicorns of Love gegen Fnatic. Fnatic unglaublich stark geschlagen, ja, auf dem Midseason Invitational. 3-2 gegen SK Telekom T1 rausgeholt, also wirklich phänomenal. Gegen Unicorns of Love. Unicorns of Love, musst du wissen, die haben nicht nur den besten Teamnamen. Nein, die sind auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr unkonventionell spielen. Ja. Und mal was Besonderes zeigen. Ja, was Spaß macht, was man so noch nicht gesehen haben. Die haben einfach Eier, die Unicorns. Das wird cool. Natürlich absolutes Topspiel des Tages. Und danach geht's weiter mit Giants Gaming gegen Origin. Das heißt, dieses komplett spanische Team gegen Origin. Das Team von Pekka, also den ganzen, ja, alteingesessenen Hunden, über die ich gesprochen hatte. Und danach geht's weiter mit Copenhagen Wolves gegen SK. Sehr, sehr interessant auch. Die Roster-Switches, also quasi die Teams dürfen nur Spieler aus anderen Teams übernehmen, oder es darf nur Spielerwechsel geben, richtig, zwischen den Teams nach einer Saison. Okay, ja. Und jetzt ist die erste Saison gerade, also dieser Spring Split ist zu Ende. Und es gab einige Wechsel, zum Beispiel SK Gaming. Gerade am Anfang des Splits waren sie so unglaublich erfolgreich, also der letzten Saison, wegen ihrem Star AD Carry. Er hieß Forgiven. Und Forgiven hat sich gesagt, alles klar, das hat mir nicht gefallen, wie wir letzte Saison gespielt haben. Ich wechsle, und ist zu einem, ja, ich sag mal, Underdog gegangen mit Gambit Gaming. Er hat davor mit einem Support, da die Botlane immer Duo ist, mit Enrated zusammengespielt. Enrated eher bekannt als, ich sag mal, nicht mechanisches Wunderkind, sondern als sehr kluger und smarter Spieler. Jetzt im Gegenzug hat er Edward. Edward ist der einzige Support, der mal als Support Carry betitelt wurde, tatsächlich auch von Riot Games, weil er so viele Plays macht. Passt eher zu Forgiven's Playstyle. Das ist spannend. Wir haben bei Fnatic ist der AD-Carry von Elements zurückgekommen, der zuerst bei Fnatic gespielt hat. Reckless ist sein Name. Super bekannter Jungspund, mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt 19 ist. Müsste circa 19 sein. Ist wieder zurück zu Fnatic. Also hat bei Fnatic gespielt, gesagt, alles klar, nee, Fnatic machen wir nicht. Dann probiere ich das mit Elements, mit einem neuen Team. Ja. Das hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt ist er wieder zu Hause, sage ich mal. SK Gaming, hatte ich eben schon gesagt, haben ihren AD-Carry verloren, haben sich aber einen neuen geholt. Und der neue ist einer der ältesten AD-Carries, den es überhaupt gibt in League of Legends. Nämlich Candy Panda. War eigentlich schon retired und ist jetzt wieder am Start. Ich bin gespannt, was da so geht. Und ja, ein sehr, sehr interessanter Split, der auf uns zukommt, definitiv. Ja, jetzt habe ich einige Fragen. Und einige Fragezeichen über dem Kopf. Schieß los. Über mir. Also, Frage Nummer 1. Das ist jetzt nur Europa? Das ist nur Europa, richtig. Das heißt, jede Organisation aus Europa, oder müssen die Spieler jeder auch aus Europa sein? Oder kann da jetzt auch ein Koreaner in einem europäischen Team spielen? Es können auch Koreaner in einem europäischen Team spielen. Das gleiche ist in Amerika. Du hast nur eine Regel. Und zwar dürfen maximal zwei, ich nenne sie jetzt mal, außerregionale spielen. Ah, okay, gut. Okay. Das heißt, du kannst dir zwei Koreaner reinholen. Außer die Koreaner spielen schon, ich möchte nicht lügen, entweder ein Jahr oder anderthalb Jahre, irgendwie ein oder zwei Jahre. Wenn die Koreaner ein oder zwei Jahre in der europäischen Liga spielen, ja, gelten quasi als eingesessen. Ah, dann könnt, also dann, das heißt, du kannst ja rein theoretisch. In drei, vier Jahren kannst du ein voll koreanisches Team. Du könntest rein theoretisch eins bauen. Okay, alles klar, ja, gut. Das war die eine Frage. So, hast du gesagt, der ist mit 19 schon ziemlich alt eingesessen. Mit 19 in Counter-Strike, da bist du der Jüngste, den es so gibt. Ab wann darf man in der LCS wirklich aktiv spielen? Gibt es eine Altersbegrenzung? Ja, mit 17 Jahren.
Das war früher ein Problem von Bjergsen tatsächlich. Einer der wohl bekanntesten Midlaner, der momentan bei einem der bekanntesten Teams spielt in Amerika, und zwar TSM. Er hatte sich damals, als er 16 war, für die LCS qualifiziert, konnte aber nicht spielen für die Copenhagen Wolves. Die Copenhagen Wolves sind, glaube ich, 4 Wochen lang 1-7 gegangen, also ja, sehr, sehr schlechte Stats. Dann kam Bjergsen, ist 17 geworden, hat, wenn mich nicht alles täuscht, an seinem Geburtstag gespielt und direkt mit dem Pentakill in die Saison gestartet und hat Copenhagen Wolves einen Aufwind gegeben. Also das ist immer wieder so, dass vor allen Dingen ja die Jungspunde in diese Liga rein wollen, aber nicht können, weil sie noch zu jung sind, aber einfach mechanische Götter sind. Ab wie vielen Jahren darfst du League of Legends offiziell spielen? Ab 12? Oder ich glaube 12. Was? Ich bin mir nicht sicher. Also ja, ich vermute ab 12. Ich muss mich auch noch mal kurz einschalten. Der Chat hat ein paar Fragen. Vielleicht darf da auch noch mal zwischenwerfen. Über das Gehalt wird hier spekuliert. Ich glaube, da können wir nicht wirklich Aussagen drüber treffen. Ich weiß nicht, ob man darf. Ich könnte sagen. Ich habe eine Frage dazu. Ist denn das Gehalt der Spieler unterschiedlich oder hat jedes Team von Riot, weil du meinst ja, die werden von Riot bezahlt, ihr festes Budget und jeder kriegt gleich viel? Jedes Team bekommt von Riot ein gesetztes Budget, was die Spieler erhalten müssen. Damit können die Organisationen auch nicht anders wirtschaften. Es gibt, sagen wir mal, es gibt Mindestlohn in League of Legends. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Organisationen ihren Spielern nicht aus der eigenen Tasche noch was zahlen, um besondere Starspieler zu halten mit den Sponsoren. Ja. Etc. Ja. Dann wird noch gefragt, das erste Spiel geht los morgen um 18 Uhr, hast du gesagt? Genau. Super. Ich habe dann noch einen Vorschlag an euch beiden. Wie ist denn das überhaupt mit einer kleinen Wette? Mich würde ja interessieren, wer von euch beiden mehr Ahnung von League hat, brauchen wir nicht diskutieren, aber wer gewinnt denn die LCS? Der Kai, der hat Kenne, der könnte mal ansagen, wer gewinnt. Nee, wir müssen alles machen. Wir machen es anders. Okay. Kai nennt mir jetzt alle 10 Teams und ich wähle mir raus, wer gewinnt. Okay. Und Kai muss die Top 3 setzen und dann. Ja, mal gucken. Okay, dann erstmal die drei Teams von. Wir haben Unicorns of Love, wir haben Fnatic, Giants Gaming, Origin, Copenhagen Wolves, SK Gaming, Gambit Gaming, Elements, H2K und Rocket. Als ob du dir die merken könntest. Also Gambit, ich hab da Origin, Unicorns of Love, Gambit Gaming, was hast du gesagt? SK? Gambit hast du schon zweimal, also, bei vier Erwähnungen. SK gab's aber noch, TSM gab's auch noch, oder? Ja, TSM ist amerikanisch. Ich bin amerikanisch, scheiße. Aber ich hab immer einen 5. Das ist 5 Fnatic, von 10. Fnatic, 6. Du hast Gambit zweimal gesagt, das zählt halt nicht Gambit als 6. Origin, SK, Fnatic, Unicorns of Love. Ja, 5. Copenhagen Wolves. Das ist 6. 6, komm, das ist 60%. Als Nicht-Loller ist das gut. Komm, ich nehme Fnatic. Der Chat ist deutlich für die Unicorns of Love. Ich nehme Fnatic. Schwer, ja? Ich nehme Fnatic, weil ich die kenne. Als CS, dann muss man Fnatic nehmen. Also Fnatic gewinnt, sagst du. Ja. Ja, und Platz 2 und 3? Ja, das. Ja, okay, dann pass auf. Dann Unicorns. Oh, 2 ja. Okay. Ja, okay. Ja. Und ist SK noch gut, sag mal ehrlich? Nö, zu trotzen. Warte, das ist noch ein SK. Wer ist denn da? Hilf mir mal, sag mir mal drei Spieler, drei. Das Ding ist, ich muss dir dazu fairerweise sagen, das habe ich, als sie übertrieben durchgestartet sind, auch gesagt. Und sie haben mich überrascht und wurden Platz 1. Wer? Aber ich glaube nicht, dass SK einen Blumentopf gewinnt. Sag mal nochmal die anderen Teams, die ich jetzt noch nicht genommen habe. Die du noch nicht genommen hast. Giants, Origin, Copenhagen Wolves, SK, Gambit, Elements, H2K und Rocket. Shit. Die hab ich als Zweiter. Ich hab Fnatic Unicorns. Marie ist für die Unicorns. Komm, ich nehme SK. Ja, egal, ich nehme SK. Nimmst SK? Ich nehme SK. Ich mach das. Also, du hast halt recht mit Fnatic und den Unicorns, aber SK halt auf gar keinen Fall, sondern Origin. Und zwischen den dreien wird es sich ist halt Origin ausmachen. Die anderen werden. Giants sind Giants, die Spanier. Origin hat Pekke und Source als Spanier. Ansonsten, naja, gut, und Missy von den Kanarischen Inseln. Das heißt, wie tippst du jetzt genau? Unicorns und Fnatic gebe ich dir vollkommen recht und Origin, ganz klar. Aber du tauschst wenigstens Fnatic und Dings, ja? Das heißt, ich habe eine Chance wenigstens dann. Fnatic soll ich rauspacken? Fnatic ist halt nee, sicher. Nee, ich meine, du sagst, dass Unicorns erster wird, Fnatic zweiter? Nee, ich sage, also die direkte Wahl ist halt schwierig, das wird man im Split sehen. Ich sage,
Origin erster, Fnatic zweiter, Unicorns dritter. Hast du jetzt aufgeschrieben? Das habe ich mir aufgeschrieben und das ist eine klasse Wahl, ja. Da werden wir sehen. Also für den ersten gibt es dann 3 Punkte, für den zweiten 2 und für den dritten 1. Und dann gucken und wir mal. Wir werden einfach uns in, wie lange geht der Split, Kai? 11 Wochen, glaube ich, oder 10? Ich meine auch. Irgendwie so, ja. Dann setzen wir uns in der Show wieder zusammen und dann gucken wir mal. Was ist denn der Wetteinsatz, die Herren? Das müssen wir, glaube ich, dann auch. Ich gewinne ja eh. Aha. Was? Er gewinnt eh. Ja, du gewinnst eh? Diskutieren wir nochmal, müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwelche coole Vorschläge. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, könnt ihr ja mal posten, was, man da, mal Chat genau, was man da so machen könnte. Wenn der Chat coole Ideen hat für grüne Haare bei Strippen Kai dürfen wir nicht, Jungs. Das hier ist ein Livestream. Serious, genau. Thomas ist Franzose, habe ich gerade im Chat gelesen. Stimmt. Wie konnte mir das missfallen? Ich bin, es tut mir leid. Und ja, so viel zum Thema. Werte. Naja, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dein Fachwissen. Ja, ich werde mir jetzt anschauen, wie du übertrieben zerfleddert wirst auf der AIM. Vielleicht schön. Ja diesmal, da du nicht dabei bist, dann weißt du, warum ich sonst immer gewinne. Du bist mein Glücksbringer dann. Du hast auch schon mal verloren, als ich da war. Der Tag, den habe ich rot markiert, der war schön. Ja, okay. Egal. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier in Live. Falls ihr euch meine Predictions nochmal anschauen wollt, die Tage, ne? Ihr wisst ja, wo ihr die findet. Einfach nach unten scrollen, YouTube. Das stimmt, da wird das alles nachher noch hochgeladen. Sorry, Olli! Ja. So, bis dann. André, ich würde sagen, André, du gehst doch einfach mal schon mal rüber, oder? Oder? Nee, wir können noch was. Wir haben es letzte Woche ja gezeigt gehabt. Ah, zu The Witcher. Gute Idee. Der gute Controller hier. Der Nvidia Shield Controller, den ihr natürlich verknüpfen könnt mit einem Nvidia Shield Tablet. Nicht nur da könnt ihr zocken, denn es gibt ja die verschiedensten Spiele. Ich glaube, das Fußballspiel jetzt heute von Mase kann man da, glaube ich, nicht machen, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Er meint, es gibt nur eine Taste zum Steuern, das war's. Ich glaube, vielleicht geht's auch ja so, auch ich weiß es gar Controller nicht. Haben, ne? Eigentlich gehen viele Spiele, also wirklich fast alle gehen da mittlerweile mit. Das Fußballspiel, was ich hatte, ging. Ja, und wir haben letzte Woche was angekündigt, The Witcher 3 geht auch damit. Und wir konnten es euch letzte Woche nicht präsentieren, ich mach's aber jetzt. Wir gehen mal rüber und ich zeige euch, wie das ganze Ding funktioniert und wie kinderleicht das Ganze ist. Ja. Denn, ja, man muss wirklich nichts tun. Wir sagen dann dem Kai auch mal Tschüss. Kai, Dankeschön, ne? Sorry, Ali. Jo, danke, viel Spaß euch. Jo, mach's gut. So, weiß nicht, bin ich jetzt hier drauf oder sehen wir es in-game gerade schon? Wir können mal kurz auf in-game gehen. Ja. Ganz, ganz kurz und zeigen euch, dass ich jetzt hier mit der Tastatur und mit der Maus spielen kann. Wir sehen auch rechts hier das E für die Taste E, die ich da auswählen kann. Und jetzt nehme ich einfach mal mein USB-Kabelchen, das ich an den Shield-Controller anschließen werde. Können wir nochmal hier aufgehen, wie einfach das ist? Moment. Sag an. Jetzt sehen wir, wie einfach das ist. Einfach rin. Jetzt leuchtet das Ding auch schon und das war's auch schon, mehr muss man nicht tun. Man braucht nur natürlich die GeForce Experience Software von Nvidia, die man ja auch kinderleicht installieren kann. Der wird jetzt, ja, der wurde schon automatisch erkannt, also das ist alles on the fly im Hintergrund. Jetzt können wir mal in-game gehen und in-game seht ihr dann, dass ich einfach nur bewege und da steht schon Gamepad erkannt, Steuerungsschema geändert. Also mehr muss man nicht tun. Und schon kann ich mit dem Controller das hier steuern. Ich mache mal einfach Vorfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir sind. Ob der Mike noch heimlich hier weitergespielt hat. Ja, habe ich. Hast du wirklich? Nein, habe ich nicht. Ich hätte es dir zugetraut. Ja, komm. Mal gucken, wie weit wir waren. Und ja, es ist halt wirklich cool. Also ich zu Hause spiele jetzt mittlerweile auch lieber, viel lieber mit dem Controller. Als mit Tastatur Maus. Aber wenn Tastatur Maus auch natürlich gut geht. Aber mit dem Controller hast du halt einfach dieses Feeling halt von diesem Spiel. Irgendwie ein bisschen mehr. Und es ist wirklich super geil, die Fights damit. Klar, es gibt so ein paar Nachteile, die du hast. Du kannst natürlich nicht so schnell wie bei der Maus jetzt mit Mausrad durch die Skills durch switchen. Du müsstest halt jedes Mal die Taste dafür drücken. Das heißt, jedes Mal. Oha, wo bin ich denn hier? Irgendwo auf dem Schiff. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Skills durchgehen will, muss ich hier quasi meine L1-Taste drücken und dann kann ich die Skills durchwechseln. Und ihr seht im Hintergrund, das Spiel läuft währenddessen in super Slow-Mo weiter. Dann kann ich das hier auswählen und kann dann sagen, okay, geh dahin. Und dann kann ich bestätigen und das auswählen. Ihr seht, drehen geht alles prima. Alles machen hier. Jetzt haue ich mal hier irgendwie ab, dass ich hier mal wegkomme und ich mir zeige kann, wie leicht das ist. Komm. Schwimme. Da muss ich aufpassen auf der Insel. Da ist nämlich irgendein Geist, den kenne ich. Der ist noch viel zu stark für mich. Du bist einfach nur zu weich, kann das ich sein? Ich bin halt Low-Level-Bereich und der Geist ist Level 15 oder so. Den muss der später irgendwann besiegen. Okay. So, und da kannst du hier schwimmen. Also es geht wirklich ziemlich easy. Du kannst auch hier runtertauchen. Die Kamerasteuerung. Man muss halt sich ein bisschen anpassen, wie sensibel man jetzt den Controller haben will. Aber wie ihr sehen könnt, geht das wirklich ziemlich einfach. Ich guck mal, ob ich nach dem Rand irgendwo einen Fight finde. Schauen wir mal. Aber damit machst du ja im Grunde deine PC-Version zu einer Konsolenversion mit dem Nvidia Shield Controller, ne? Ja, im Grunde ist es dann
wie ne, ja, es ist gut. Ja, es ist noch bessere Grafik natürlich, ne? Ich meine, der PC kann ja eigentlich, was heißt eigentlich, ne? Er kann halt mehr als eine Konsole. Das ist nun mal ein Fakt, ne? Im Grunde hast du wirklich die Konsolenversion jetzt in noch geilerer Grafik, ne? Vor allen Dingen dadurch, dass du Nvidia Hairbox und die ganzen Features natürlich hier alle aktiviert hast. Und dann dementsprechend sieht es halt super geil aus. Und ja, was du natürlich auch machen könntest, du könntest jetzt, wenn du ein Shield-Tablet hast, das Ganze natürlich auf dein Nvidia Shield-Tablet streamen. Dinge halt auch. Dann kannst du deine gleiche Grafik halt in 720p entweder auf dem Shield selber spielen oder wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich habe ein Arbeitszimmer, da steht mein PC, zeige ich zwar ganz gerne, aber ich habe jetzt mal irgendwelche Kollegen dabei, komm, lass doch mal eine Session machen bitte hier, wir tauschen mal ab und zu den Controller oder ich zeige euch mal, wie geil das Spiel ist. Ja, dann switcht halt um, nimmst das Shield rüber, schießt es per Micro-HDMI an deinen Shield-Screen an oder wo auch immer. Setzt dich vor dein großes Display. Und fertig. Musst nur Shield und WLAN haben und das war's. Geil. So, jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo ein paar Sachen sind. Das ist jetzt zum Beispiel der einzige Nachteil. Wenn ich jetzt auf Weltkarte und Co. gehen will, dann muss ich Start drücken auf den Controller, kann jetzt hier mit swappen und wenn ich dann drin bin, gut, dann kann ich wieder mit Airbag, also, ja, bei mir ist es eigentlich Front, ich habe jetzt Airbag genannt, ich kann jetzt hier durchswappen, ne, und dann kann ich mir halt hier jetzt einen Wegpunkt aussuchen, irgendein Lager, was machen. Guck mal, wir nehmen jetzt hier einfach mal das hier, ich glaube, das sollte ziemlich einfach werden. Ich gehe mal kurz, guck mal hier, der ist so noch am Rand, den können wir machen, da bin ich direkt in der Nähe. So, das heißt, ich hole mal mein Pferd hier, die Plötze. Wie gesagt, die Steuerung, die haben sich wirklich viel überlegt halt, ne? Also Doppelklick auf den linken Stick ist dann in dem Fall, dass du halt das Pferd bekommst, dass du das rufst. Du kannst halt mit Rechtsklick machen, Kombinationen halt. Das ist wirklich schlau überlegt und gut gemacht. Und dementsprechend auch ziemlich easy zu steuern. Gut, das Pferd ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste hier für diese Stelle. Man muss da ein bisschen aufpassen. Das habe ich im Livestream schon gesehen. Da ist, glaube ich, der Kai damals auch 10 Minuten an der Küste entlang geritten und kam dann mit dem Pferd nicht mehr hoch. So, jetzt hole ich mir nochmal meinen Igni hier. Gib ihm. Ja, guck mal, die sind relativ Low-Level-Bereich. Zack. Komm, hier. Na, mal ausweichen. Zack, zack. Ah, das, ich meine, die Sache ist halt bei Witcher. Ne? Ihr seht es, also ich kann auch währenddessen den rechten Sticker noch steuern. Man muss sich ein bisschen reinfinden. Bei Witcher ist natürlich die Sache, wenn jetzt so die Gegner jetzt in Scharen kommen, ist es ziemlich schwierig teilweise. Da musst du halt gucken, dass du ausweichst und alles machst. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht getan. Aber wenn du halt wirklich einen Bossfight hast, dann musst du schon aufpassen, dass du die richtigen Sachen da auswählst. Und da kleine Tricks und so weiter, die gibst du auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das war's dazu. Super. Man sieht, es ist super easy. Und wenn ich jetzt, das wollte ich auch mal zeigen, wenn ich jetzt den Controller abschließe. Ja, jetzt ist er nicht mehr dran. Und jetzt einfach mal die Maus hier bewege, dann ändert sich sofort das Steuerungsschema. Man sieht es, Tastatur, Maus erkannt, geändert. Wir können es auch nochmal ganz kurz zurück machen. Nicht, dass es hier ein One-Hit-Wonder war. Nochmal anstecken, okay. Wir stecken ihn nochmal an. Komm, wir stecken ihn nochmal an. So, bewegen einmal, Steuerungsschema erkannt, Gamepad erkannt. Also es geht geil. Wirklich super, super easy. Ja. So. Okay. So viel zu Controller The Witcher. Kommen wir zu CS, würde ich sagen, wa? Ja, das sehe ich genauso. So, ich gehe mal raus hier. Und gehe mal in den Twitch-Chat. Was haben wir denn hier? So, Twitch. Pause machen, ich möchte mich ja nicht doppelt hören. So, Chat muss hier bei mir kurz laden und ihr könnt jetzt dann eure Steam-Community-Profil-Links posten. Ich hoffe, das die wollen wir jetzt alle mal sehen. Dass der Bot das ja nicht kickt. Müsste eigentlich. Müsste raus sein. Oder? Doch, ist deleted, siehst du? Ah, also okay. Einmal kurz auf den Moveboard gehen. Machst du das gerade? Ich mach das kurz. Ja, das ist super. In der Zeit haben wir eine Frage zwischendurch, die CS-mäßig passt. Mhm. Yaser TV möchte gerne wissen, was deine Meinung dazu ist, dass Tixo wieder spielt. Das ist sehr interessant. Also wenn man sich wirklich das überlegt, dass er ja in 1.6 damals ja super krass war, dass man viele Erfolge gehabt hatte. Ja. Und dann halt komplett inaktiv gegangen ist und jetzt wieder da ist. Ich habe mir auch ein bisschen zugeguckt, so auf dem Stream und so. Ich bin wirklich gespannt jetzt, was er da leisten wird. Er hat ein relativ gutes Team. Ja. Also ich hätte vielleicht gedacht, dass er nicht unbedingt sofort kann. Top 4 würde ich jetzt behaupten, ist es auf jeden, sollte es auf jeden Fall werden. In dem Bereich ist es halt ein bisschen ja, mehr zusammengerückt in der deutschen Szene. Mit NK da spielt er ja. Und ich bin gespannt, was er da ausrichten kann. Er war ja in 1.6, war er immer so Fragger. Ne? Und
Go ist eigentlich auch ein Spiel, was halt noch mehr auf Dragon halt aus ist. Also von da könnte ihm ganz gut liegen. Man muss schauen. Also man hat es gesehen bei Gob zum Beispiel als Vergleich, der halt wirklich eine Zeit lang gebraucht hat einfach, da reinzukommen. Ich bin gespannt, wie es dann bei ihm halt sein wird. Wie lange er da die Zeit benötigt. Und da müssen wir, ja, muss man mal abwarten einfach. Phoenix hat es ganz gemacht übrigens mit dem Bot. Alles gut, Alex. Ich habe es auch ganz ausgemacht. Oder du das auch? Favorite ja. Gerade, ja. Okay. Ihr könnt das posten, also das ist schon klar. Ja, wen wollen wir nehmen? Hast du einen Vorschlag, Mike? Ich bin so ein Bildtyp. Also wenn du 2, 3, 4 Profile random aufmachst und ich mir das dann anhand des Bildes aussuchen kann, das wär super. Okay, ich mach mal hier ein paar für dich. Ich bin ein optischer Typ. Tut mir leid. Auch in real. So, danke, wir haben Marie. Hier eine verpixelte Katze. Passt jetzt spontan nicht zu mir. Vielleicht haben wir noch einen zweiten. Okay, der hat einfach nur das Mausbots-Logo, das alte drin. Ja. Und dann haben wir hier... Jo. Bist du mit allen nicht einverstanden? Die Anonymous-Maske. Also Marshall Erickson ist mir als alter How I Met Your Mother-Fan natürlich spontan sympathisch, ne? Ja. So. Wollen wir den nehmen? Nehmen wir den. Also, in Steam heißt du Marshall Erickson. Twitch werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber ich füge dich hinzu mit meinem Account. Und bitte einmal annehmen. Und dann werde ich dich da gleich addon. Oder, ja, anschreiben. Genau. Die Invitation ist raus. Währenddessen werde ich mich schon mal hier auf den Server begeben und es vorbereiten. Und dann schauen wir mal. Da ist er. So. Wenn die Map nicht geht. So, André. Zwischendurch vielleicht eben zur Verpflegung. Welche Pizza möchtest du? Wir können ja die praktischen und nützlichen Dinge verbinden, ne? Ja, ich nehme heute mal die Hawaii. Zu Hause nehme ich selten Hawaii. Da dann ein bisschen schärfer, aber man weiß ja nicht, ne? Wie bei Nunia, was man dann noch so erleben wird. Ja. Sollte Kai uns noch hören, schöne Grüße auf die Toilette. So, wie ist der Fortschritt? Hat er sich schon gemeldet? Ja, ich chatte gerade mit ihm. Ich habe ihm gerade alles gegeben und gesagt. So, jetzt starte ich dann mein Game selber. Er geht auch gerade rein. Vielleicht ist er sogar vor mir da. Das wäre mal was Neues. Das wäre wirklich was Neues, sonst warten wir immer. Ja. Aber wir mussten ja auch gerade noch The Witcher ein bisschen zeigen. Und dementsprechend die SS im Nachhinein aufmachen. So. Nicht, ne? So, ich bin schon mal drauf. Meine Sens verändern. Die haben wir. Ach ja, ich hatte ja meine Sens verändert letztes Mal. Für unsere. Haben aber leider noch eine Leiste. Ja, eine Leiste. Ja. Okay, dann muss ich komplett nochmal rausgehen. Wenn es für dich kein großer Umstand ist. Nö, das dauert 2 Sekunden. Dann muss ich dich einmal wegschalten kurz und dann geht das. Ja, die Technik. Ich hab gefragt, wo das Studio ist. Unser Studio steht in Osnabrück. Mann, jetzt kommen die. In Azkaban natürlich. Die kommen ja auch aus Osnabrück. In Bielefeld, das gibt's nicht. Du wirst sehen, wir finden das heraus und dann stehen hier ein paar Leute vor. Nein. Wir wollen dann wissen, wer Mike ist. Wir kennen nur die Stimme. Wir kennen die Stimme. Geil. Ich bin schwer zu finden, ja, im Internet. So, ich connecte. Die Aim-Map. Wir haben beim letzten Mal was gespielt, André, mit HE-Granaten. Spielen wir das dann auch wieder? Ja. Hast du? Hast du ein Swagback? Ja, klar, wir kriegen immer ein Swagback zusammen. Dann guck mal, wie zeitlich passt. Was haben wir da? Ein Beat the Pro um die Grafikkarte und dann ein Swagback mit HE? Würde ich sagen, oder? Dann machen wir das. Mal gucken, wie gut der Mann jetzt ist, wenn er dir direkt... Dann machen wir, pass auf, wir machen Folgendes. Ja? Damit's... Ich behaupte mal, ich bin in HE-Werfen sehr, sehr gut. Man hat das jetzt so gesehen. Das ist nicht ohne. Ja. Wir holen uns dann nachher für HE 2 Leute. Ja. Ja. Spielen jeweils bis 8. Ja. Und derjenige, der besser von den beiden ist, kriegt es.
Und bei Gleichstand kriegen beide eins. Das finde ich gut. Bei Gleichstand müssen beide eins. Ja, geht ja nicht anders. Muss ich aber mein privates T-Shirt spenden, was ich ja sonst immer anhabe. Wir haben nur zwei T-Shirts hier. Eins davon habe ich an. Musst du mit 100. Ja, das ist dann so. So, wir warten mal hier, ob der Kollege raufkommt. Ich mache das derweilen mal hier die Config klar. Zack, zack. Dann kommen wir in die Round Time 5. Was ist das Pack, wird dir gefragt. Das Swag Pack? Swag Pack. Das Swag Pack. Das besteht natürlich aus einem T-Shirt. Ja. Ein Cappy haben wir. Ja. Schlüsselanhänger haben wir. Ja. Haben wir Schweißband. Schweißband haben wir. Dann haben wir noch die coolen Wristbands. Diese genau. Grün und, was haben wir? Grün, Weiß und Schwarz. Wolfgang Petri Gedenkbänder. Grün, Schwarz und Weiß. Haben alle drei Farben. Genau. Mhm. Und mal gucken, was wir noch so haben. Was? Fächer haben wir noch? Wir müssen mal schauen. Also wir lasst euch überraschen. Wir stellen da was Nettes zusammen. Da wird was Schickes zusammengestellt und dann wird das dazu gesendet. Ja. So. Bei mir läuft alles. Ich bin drauf. Der Kollege aber nicht. So, wie komme ich drauf? Connect IP und dann? Nein. Einfach die Konsole auf. Dann. Ja. Gibt es noch eine kurze Anleitung, wie reingegangen wird? Er fragt, wie er gerade raufkommt. Ja, das ist so. Es gibt Server, bei denen kommst du rauf über dieses Community-Join-System. Ja. Und dann gibt es halt Server, wo du halt anders raufkommst. Mhm. Ja. Und dann, bei diesem musst du halt über die Konsole halt connecten. Anders geht's halt nicht. Da der halt das so geblockt hat. Wenn du außerhalb reinjoinen würdest, dann sagt er, dir geht nicht. Zur Sicherheit halt. Okay. Und ja, wir gucken mal, wer er kommt. Mal schauen. Wie lange er jetzt hier braucht. Wenn, das ist halt leider so, ne? Kann halt ein bisschen dauern. Ja, ich kann derweil mal so. Ich wurde, glaube ich, vorhin gefragt, was ich von einer Operation halte, ne? Es kam ja gestern ein Update raus für CSGO. Operation Bloodhound. Und da gibt es ein paar neue Features. Zum einen neue Maps wieder. Da hat sich Volvo wieder was überlegt. Zum anderen halt ein neues Case, wo es ein neues Messer drin gibt. Ja. Und ein paar neue Skins, was natürlich immer wieder nett ist, ne? Muss natürlich Glück haben, dann so ein Teil mal zu ergattern, so ein Case. Ich meine, wir haben letztens ein kleines Case-Opening gemacht gehabt. Und ja, AK Vulkan kam raus. Sonst war leider nicht ganz so viel Gutes dabei. Dementsprechend war ich ein bisschen traurig. Und ja, sonst halt nicht viel. Es gibt jetzt ein Private Level, wo du dich hochranken kannst, wo du dann Drops bekommst. Aber so ein paar Sachen, die ich vermisst hatte, wie zum Beispiel noch die Hitboxen verbessern, was gegen Cheater tun, Matchmaking-System ändern, ist leider ausgeblieben. Und dementsprechend bin ich persönlich so ein Tick weit enttäuscht davon. Ja. Und ja, müssen wir mal schauen, was da in den nächsten Updates kommt. So, ich change ja nochmal das Passwort kurz. Ah, ich glaube, weil wir es gerade auf dem Stream haben. Richtig. Und jetzt kann auch keiner mehr aufkommen. Und jetzt werden wir sagen, dass wir loslegen können. So, Kollege ist da. Ist der Kollege inzwischen da? Der ist da. Der Kollege ist da. Sehr gut. Ja, also der Twitch-Chat freut sich ein Wolf darüber, dass wir das Passwort gezeigt haben. Herzlichen Glückwunsch. Kann man schon mal klatschen, dass ihr jetzt drauf joinen könnt. Ändern wir das Passwort und schon ist der Server wieder leer. Richtig. Ne? Haben wir gemacht. So, fangen wir an. MR15. Let's go, my brother. Sehr gut. So, dann geht's los. Und du willst mich heute ein bisschen ablenken? Ich lenk dich nicht ab, auf gar keinen Fall. Ich will erstmal wissen, was der Kollege kann, der da jetzt gegen dich antritt. Na, ich hab so ein bisschen Probleme. Da habe ich ihn. Sehr gut. Erste Runde. Du hast Probleme mit was? Mit der Steuerung? Nee, Probleme mit meinem Aiming. Ja gut, dabei können wir dir nicht... Nee, das stimmt. Ich habe gestern halt wirklich noch ein bisschen in die Nacht reingespielt in der Operation, also da saß das Aiming besser, aber da habe ich auch ein paar dementsprechend eingespielt gewesen. Da gab es dann mal den ersten Kill für den Gegner. Upsala, das ist gar nicht gut. Okay, jetzt muss ich mal... Da muss ich aufpassen, dass ich auf die Kasse komme. Vorteil für ihn natürlich. Terrorist
Hat so. Er nicht ausgenutzt. Easy 2-1. Setze Dorf ein. Na, das darf er nicht machen. Das hatten wir letztes Mal schon thematisiert, dieses Hinducken, wenn, dann musst du den Frag haben. Ja, okay. Generell, du Prefires da gerne, oder wie? Ja, auch. Du kannst, also wenn er sich hinduckt, kannst du dich bewegen halt und dann Prefire machen auf die Stelle, weil er kann sich ja nicht wegbewegen in der Zeit. Und deswegen ist halt, also wenn du dich duckst in dem Moment, du kannst dich natürlich im Spray down ducken, also du siehst den Gegner so, ich kann es mal demonstrieren, so, probier's mal. Duck mal, weißt du? Darf halt jetzt nicht, weil ich immer den Kopf halt wieder müssen. Ich bin ja, was das angeht, ein kompletter Counter-Strike-Nutzer. Also meine Counter-Strike-Karriere hat da geendet oder da aufgehört, wo wir früher dann mit 1.5 und ohne Spiel im Laden ein bisschen betrunken für Spaß gespielt haben. Ja. Hol mich doch da nochmal eben ab. Wie ist das mit dem Aiming? Du, wenn du dich hinduckst, ist dein Aiming genauer oder nicht? Genau, es ist ein Tick genauer und du kannst halt, du hast die Möglichkeit, also ich sag mal so, wenn du jetzt in die Wand sprayst, dann müsst du wieder nach oben. Ja, kannst. Genau. Ja? Wenn ich mich jetzt hinducke, dann ist natürlich in dem Moment, wo ich mich ducke, sofort mein Recoil natürlich um die Distanz, die ich mich ducke, vertieft. Das heißt, ich spraye, ducke mich, also ich kann mal spray, ich spraye, sofort runter. Deswegen muss man dann halt nicht ganz so viel nach unten korrigieren halt. Du musst natürlich auch noch links-rechts korrigieren, das kann dir keiner abnehmen. Aber, wie du gesehen hast, es ist dann ein Stück leichter. Das Problem ist halt, wie gesagt, du musst diesen Frag haben, weil wenn du jetzt 1-1 bist, ich komm halt weg, dann kann wieder rumgehen, siehst du, jetzt hat er sich geduckt. Dann ist er sofort weg. Also hat eigentlich keine Chance mehr. Voraussetzt natürlich, mein Aiming stimmt und ich ziehe gerade auf die richtige Stelle. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im falschen Fall bist, ja, und du kriegst dann zwar den ersten Frag, du kommst halt nicht weg, weil der Gegner kommt ja nicht mit einem Gegner um die Ecke, der kommt zu zweit oder zu dritt um die Ecke und will dann natürlich dann den Refrag machen. Weil das Prinzip ist ja bei Counter-Strike, 5 Leute, ja, und in dem Moment, wo halt jeder einen Frag macht und der Refrag kommt und du als Terror halt agierst, ne, dann haben wir dein erster Schritt von deinen Leuten, der zweite macht dann den Refrag, dann hast du gegen 4. Ja. Das Prinzip geht runter, bis du bei 1 gegen 1 bist. In dem Moment, wo du bei 1 gegen 1 bist, ja, hast du aber ein Duell, was du gewinnst zumeist, weil du kannst ja die Bombe legen und dann muss der andere agieren. Das heißt, im Grunde versuchst du halt, Minimum immer auf den Refrag zu gehen und somit halt am Ende dann die Runde im 1 gegen 1 Duell zu entscheiden, indem du halt die Bombe einfach runterklicken lässt, den Gegner smart ausspielst, weil, ne, in dem Moment, wo du die Bombe legst, weißt du ja auch hundertprozentig, wo der Gegner ist. Du weißt vielleicht nicht genau, ob er defused. Das musst du natürlich durch deine Erfahrung und durch dein Geschick halt ausmerzen und dann smart runterspielen. Aber du hast ja zum Beispiel vielleicht noch eine Granate. Du kannst dich. Jetzt will er was probieren. Du kannst Mini-Steps machen. Du kannst dich du hast so viele Möglichkeiten, ne? Du versohlst ihm aber gerade ganz gut den Arsch, ne? Muss man mal so sagen. Du hast da. Ja. Also ich sag mal so, an mir liegt's nicht. Ich versuche krampfhaft dich abzulenken und dich mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber die zweite Gehirnhälfte reicht offensichtlich, um noch genug Aiming auf die Map zu bringen hier. Na, wo ist das? Guck mal, ich bleib jetzt mal hocken. Mal gucken, ob er weiß, wo ich bin. Eigentlich. Ja, er kam halt auch gehockt um die Ecke, ne? Und da gehockt um die Ecke kommt dann und nicht sofort ein Kittel, hat halt keine Chance. Also ich kann mal. Wir machen, pass mal auf. Der Kollege ist halt nicht ganz so gut. Ich nehme mal nur die Pistole. Du musst jetzt nicht anfangen, dein Gegner zu gehen. Das ist doch das Geile an Counter-Strike. Stell dir mal vor, ich spiele jetzt den League gegen Nunia. Der würde doch genau das gleiche machen. Der würde genau das gleiche mitmachen. Weil es eben lustig ist. Kai, aber singend würde der das machen. Und noch die AWP ohne Zoom. Höchststrafe. Ja, AWP ohne Zoom als Höchststrafe. Welche Idee? Er macht es auch einfach. Er hat Legshot, hast du gesehen? Er hat Hit. Ich hab ihn gehittet. Aber? Wieso nicht tot? Let's go, let's go, let's go. Naja, ein Legshot gibt halt let's nur 80 go. Damage, ne? Irgendwie sowas. 80 bis 90 knapp im Dreh. Das war ziemlich kurz. Das war ziemlich kurz, da bin ich für eine zweite Map, oder? Ich würde sagen, wir suchen uns noch einen Kandidaten raus. Ja. Also, Leute, dann spammt mal wieder euer Steam-Profil. Und wie machen wir, wie suchen wir uns diesmal einen aus? Gleiches Prinzip und Marie darf mal? Marie darf sich aussuchen. Kinder, jetzt Premiere. Und Marie steht hinter mir und freut sich auf Leute mit Katzenbild oder sonstigen Bildern. Ja, es geht nochmal um die Grafikkarte, also spammt euer Profil. Wir haben Short Delay an, aber wir versuchen trotzdem noch ein Momentchen zu warten, dass jeder seinen Profil-Link posten kann. Tja, ich bin noch nicht ganz hier eingebaut in diese
Windows 8 Steuerung. Wie komme ich denn jetzt hier wieder da zurück? Auf den Desktop, ganz links. Da! Genau. Nee. Nee. Ich muss gleich vom. Ich gehe gleich mal vom Server runter. Let's go! Das kann ich. Das kannst du, sehr gut. Ganz einfach. So. So, ja, guck mal, da ist es. Du hast eine lange Liste, klick mal einmal oben, einmal in der Mitte, einmal unten. Halbwegs random rein. So, wir gucken mal. Wir zeigen also das mal da eben an. Wo fängt es denn an? Klick, klick, klick. Guck mal, hier haben wir den. Ja. Den haben wir noch hier. Einfach irgendwen. Da. Und von ganz unten ganz auch noch einen. Was. Hier genau. Sowas. Ups. Da haben wir drei Leute. Sehr gut. So, Marie. Wir haben Helm-Peter. Was steht da? Renzgänge? Ich würde gerne noch was anderes sehen. Wissen wir was Grafischeres? Skeleton? Das ist nur... Skeletron. Skeletron. Ist das nicht der aus Dings hier aus Transformers? Oder bin ich da falsch? Skeleton, nee, das ist Megatron. Ach, Megatron. Also du bist auch ein bisschen komisch. Ja, irgendwie. Komm. Nee, noch wen anders? Oh, hier, One Piece. Er hat aber Profil privat. Ah, das ist nix. Ja, das töcht nicht. Müssen wir noch einen weiter. Willst du gar keinen von den beiden haben? Ja doch, dann nehme ich natürlich Helm-Peter aufgrund seines Helm-Peter Namens. Haben. Okay, dann nehmen wir Helm-Peter. Helm-Peter. Geil. Freuen wir uns, Helm-Peter, siehst du? Helm-Peter. Scheiß Name ausgewählt und jetzt hilft es, dass du hier mit uns zocken kannst. So ist das. So, dann, ja, mach mich mal wieder. Ich kopiere das mal hier. Jetzt muss ich mir hier ein anderes Passwort ausdenken schon wieder, ne? Also... So. Wo ist denn der Helm-Peter? Da. Huhu. Helm-Peter. Wenn Map nicht geht, aus dem Maps-Ordner löschen. Und Demo dann beim Game. Er ist einfach offline. Er ist einfach offline. Er hat gerade Huhu geschrieben, ist offline. Ja, vielleicht muss der Video auch einmal restarten oder man weiß es nicht. Ja, vielleicht startet der PC nochmal neu, damit besser reingeht. Genau. Gut. Was machen wir in der Zwischenzeit? Ich weiß nicht. Es liegt auf jeden Fall nicht an Steam in diesem Fall, hoffe ich. Weil ich bin noch online. Der gute Helm-Peter leider nicht. Ja, also wenn er ist ja immer noch nicht wieder online. Ich gebe ihm mal eine Minute, würde ich sagen, oder? Also ich bin für 20 Sekunden, wenn man merkt, dass er ist wieder da. Okay. Ist sogar in-game. Also vielleicht war wirklich sein Steam kurz offline. Okay. So, ich gehe auch kurz in-game. Ja, der Chat freut sich darüber, dass der Hack geladen wird. Läuft. Er muss ja eine Demo aufnehmen. Also. So, aber Eier hätte jetzt, wenn du ihn trotz Hack einfach jetzt aus der Map schießt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, das stimmt. Okay. Irgendwas habe ich gerade verbockt. Wieso? Ja, das Passwort geht anscheinend nicht. Aha. Ach so. So. Hallo. Es wird gefragt, warum du nach jedem Kill in die Mitte der Map gehst. Weil ich lustig bin. Stimmt, ist mir auch aufgefallen, habe ich ein paar Mal gelacht und jetzt langsam gewöhnt man sich dran. Just for fun. Ah, so, ich habe dem Kollegen das falsche Passwort gegeben. Ja, wann gibt's den Stream? Wir streamen immer mittwochs um 19 Uhr, gell, André? Und öfter zwischendurch. Also so, wie sich das ergibt, da planen und basteln wir gerade an coolen Konzepten. Der André streamt natürlich auch. Auf seinem eigenen Twitch-Kanal. Morgen wieder live. Morgen, auch gestern. Ich versuche ja, gestern es. Wird jetzt schwierig, sich das noch anzugucken. Aber gestern gibt es nur das VOD. Aber ja. Ich glaube, da finden die Leute live meistens einen Und ich habe gehört, geiler. Du warst bei der neuen Chest richtig erfolgreich. Das war das erste Mal, dass du heute reingekommen bist, glaube ich. Ich bohr da gerne in solchen Wunden auch gerne rum, ne? Ja, ich habe mich eigentlich. Bei der letzten Operation, die habe ich gespielt. Ja, und was ist passiert? Ich habe irgendwie gefühlt nach 3 Jahren mal dieses erste Case dann bekommen. Ja. Also ich hatte wirklich überhaupt kein Glück einfach. So, jetzt spiele ich diese Operation und habe gestern direkt mein erster Drop war das neue Case. Ich so, yes, geil. Machen wir auf oder nicht? Oder haust einen Markt rein. Kannst du auch 20 Euro Markt verkloppen am Anfang. Ja. Obwohl es relativ schnell günstiger wurde. Und hab mir einen Key gekauft.
hab die Kiste aufgemacht und krieg Kacke. Kacke heißt, was hast du gesagt, 5 Cent wert? Ja, 5 bis 10 ist ja ganz egal. Du willst halt was Geiles haben. Du willst ein Messer haben, du willst eine. Es gibt eine AWP, die geil ist, es gibt eine AK, die geil ist. Ich hätte mich auch über die SG gefreut, ganz egal was, aber ich krieg halt einfach eine UMP Riot. Und ja, gut, der Name passt halt, ne? Ja, sehr schön an League of Legends Flame. Kai, ich hoffe, du hörst uns zu. Ich versuche hier die Fahne hochzuhalten, wenn du nicht da bist, aber ja. So, Helm-Peter ist auf jeden Fall auf dem Server. Ich muss mal kurz noch hier ein letztes. This is what we have been working for. Ich feiere ja den Namen Helm-Peter immer noch, ne? Ist halt echt. Sag an. Let's go, let's go! Wenn du bist. Und denk an Demo. Wo kann man auf so. Mieten wetten? Kann man auf dich wetten? Also jetzt beim Mieten. Bei nicht, dem jetzt nicht, bei der Tuning System-Folge von Tweeday. Da kann man nicht wetten, aber da kann man abstimmen. Hab ich gewonnen oder hat der Niklas gewonnen im Beat the Pro? Da sollten wir gleich nach der Map nochmal kurz drüber sprechen. Aber genau. Jetzt gucken wir erstmal, was hier los ist. Wieder voll. Los. Live. Da war der Kollege. Der Helm-Peter hat den Helm bekommen. Ah ne, er hat ja gar keinen Helm. Vielleicht hat. Oh, das ist Nachteil für ihn hier. Wir spielen ja ohne Kevlar, ohne Helm. Oh. Er ist also nur noch Peter. Quasi. Er heißt nur noch Peter. Sehr gut. Ja, war nett. Nett. Nett, sagt er. Nett. So, ich hoffe, dass der Peter ist jetzt richtig auf dem Kasten, ne? Mal schauen. Ich meine, das Coole ist ja, ich hatte auch schon Beat the Pros. Wo ich jetzt wirklich am Anfang gut kapiert habe. Und dann am Ende. Ja. Auf der Zielgeraden kommt. Genau. Auf der Zielgeraden, dann werden die Finger nervös. Das ist halt wirklich so ein Phänomen, das ist nicht nur bei euch jetzt so, falls ihr mal in die Situation kommt. Das war auch bei mir früher so, wenn ich da auf einem Event bin, dass man da ein bisschen, ja, shaky wird, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Aber ja, durch öfter machen wird das dann weniger. Das ist auch gut. Also der Kollege ist echt nicht schlecht. Der Helm-Peter macht natürlich eine Demo und bevor Grafikkarten rausgesendet wird, werden wir natürlich mit einer großen Jury und einer Kiste Bier diese Demo angucken und dann gemeinsam entscheiden, ob die Grafikkarte wirklich gibt. Nein, also. Und dann werde ich geflamed natürlich, weil ich verloren habe. Ja, nein. Ja, es wird sehr knapp auf jeden Fall. Lässt das natürlich knapp aussehen, ist ja klar. Das war ein Fehler von ihm. Da darf er nicht kommen. Da hat ich den Vorteil, ich sehe ihn, ich denke einfach weiter durch die Kiste. Er rennt rein. Ja. Dann mal schauen. Ich meine, das Spiel ist erst vorbei, wenn man hier 16 Mal getroffen hat. Das macht aus. Das ist auch nicht so gut, wenn man jetzt getet hat. Weil, siehst du, er hat die Ducken probiert, aber er blieb auf der gleichen Stelle stehen. Und da muss ich halt nicht viel mit dem Crosshair machen, ich ziehe einfach auf die gleiche Stelle. Er kommt wieder rum. Das war auch nicht so schlau. Gut. Weil da kam er jetzt jedes Mal gleich rum. Da müsste er halt einen Mini-Step machen, also quasi so. Dass ich ihn nicht, siehst du, ich sehe ihn jetzt auch nicht mal, aber er würde halt meine Schulter sehen. Dann kann ich halt, dann schießt er halt und dann kann er mit mir schießen, weil ich halt in die Ecke dann komme. Und er sein Recoil quasi verschlechtert hat. Er sieht halt so viele Tricks in diesem Spiel, die man halt da machen kann. Und das war wieder gut von ihm. Oder man trifft halt einfach genau. Ja, wenn du direkt triffst, dann kannst du natürlich auch immer rumgehen und direkt treffen. Aber ja. es klingt einfach, es ist aber nicht einfach. Der Chat fordert eine Runde AWP. Bist du in einer komfortablen Situation, gleich mal eine AWP zu spielen? Machen wir gleich mal, wenn ich dazu komme. Macht er gleich, wenn er dazu kommt. Sehr gut. Ja, komm, hier. Eine Runde mit grünem Rohr. Mit grünem Rohr. So. Bei mir zu Hause ist es Gold. Ich hoffe, man nimmt keine Schrittausschnitte aus dem Zusammenhang, weil. Move it! Ich bank ihn durch die Kiste. Du bankst ihn durch die Kiste. Wenn du mal genau darauf hinweisen möchtest. Vielleicht machen wir mal ein Best-of-Video kurz aus dem Meet the Pro. So, da gab es gleich die passende Antwort. Aber ich habe zweimal wenigstens getroffen. Also ich möchte das bitte hervorheben. Meine AWP ein bisschen verbessert haben. Das gibt für dich deutlich das kleine AWP. So, jetzt
Das ist er low, deswegen hitte ich hier ein bisschen durch die Kiste und bänge. Weil er kommt da nicht mehr raus aus dem Eck. Siehst du das? Da, ein Hit noch und dann war er weg. Das ist so das Problem, so, wenn du so in die Ecke bist, da ist er wieder. Da kommt man schwer raus. Deswegen musst du eigentlich immer probieren, wenn du in so einer Ecke bist, zu gucken, dass du halt so den Gegner vernascht. Dass er halt in dem Moment irgendwie nachladen muss oder halt kurz nicht zielt und du halt wieder aus der Ecke rauskommst. Okay. So, jetzt weiß er, guck mal, er weiß, dass ich hier stehe. Ja, so wie macht man das jetzt? Siehst du, jetzt habe ich ihn gesehen, weiß ich auch, wo er steht. So, das hat er gut gemacht. Okay. Quasi systematisch geguckt. Erst die linke Kante, dann die nächste Kante, dann kann er nur noch rechts stehen. Wenn er jetzt nicht da gestanden hätte, dann wäre ich halt wieder zurückgegangen, weißt du? Mhm. Und so kannst du halt da taktisch jetzt auf A-Map auch was machen. Vielleicht überlegen wir uns mal einen kleinen Guide oder ein Tutorial zu machen dazu, wie man denn gegen dich am besten... wie besiegt man Nuki? Und ich muss den Guide machen. Wie besiegst du mich? Ja, wie besiegt man mich? Wie sieht zeitlich aus? Weiß nicht, eine HE-Map ginge mindestens noch, oder? Wir haben ja noch einen Swagpack. Wollen wir eine HE-Map... Also zeitlich her? Willst du zwei machen oder willst du einen machen und sagen, er muss mich viermal kriegen? Ja, das entscheidest du. Also, mir ist es wurscht. Ich finde die HE-Map spaßig. Ja, willst du zwei gegeneinander eintreten lassen, die dann unabhängig... wie ich jetzt spiele, gegen mich spielen und der Bessere bekommt was, oder möchtest du lieber einen und der muss was erreichen und dann kriegt das? Erstmal können die Leute schon mal ihr Steam-Community-Profil. Das auf jeden Fall. Also von daher spammt uns schon mal zu. Wir überlegen uns jetzt noch, wie wir das Swag-Pack unter die Leute bringen. Ich würde sagen, lass doch einfach zwei Leute eben gegen dich antreten und der mit der höheren Score kriegt einfach, oder? Machen wir das. Zwei Maps schaffen wir da wohl, das ist ja... Ja, auf jeden Fall. Machen wir bis 8 halt. So wie das du HEs wirfst, André. Genau. Wir suchen also gleich zwei Leute raus, die können gleich auf den Server gehen. Der eine kann dann kurz weggehen, der andere so, weißt du? Dann geht das ratzfatz. Super. Und ich habe schon mal hier die Map gechanged. Und jetzt muss ich mir nur noch einen rauspickhorn. Genau, also spammt eure Profile. So, die muss ich mal hier wegmachen. Du kannst ruhig mal... So, Marie, möchtest du wieder einen aussuchen? Marie möchte. Also komm, hier haben wir den und dann mit den. Ich hab schon Ärger gekriegt, weil ich gekorbt habe. Hier haben wir noch den. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Den haben wir noch hier. Skeleton. Den haben wir noch und den haben wir noch. Oh, da haben wir noch einen. So, jetzt habe ich 5 Stück. Da muss man sich jetzt die Marie zuerst einen aussuchen. Da haben wir den Cadigan. Wir haben einen, der irgendwie... Ein Fehler? Da ist der Kinara. Mhm. Dann haben wir... Ja gut, Steam war gerade ganz kurz down, wie du sehen kannst. Mhm. Da haben wir den Richter. Schönes Bild. Dann haben wir den. Muss ich eigentlich irgendwas beachten? Ich glaube, Heath Ledger hat schon gewonnen, bevor es losgeht, oder? Das gefällt mir auch. Das ist ein Pinguin. Das sieht schon richtig geil aus, das Bild. Also, wenn er sich das selber hat designen lassen, Respekt, das gefällt mir. Und dann haben wir noch den Postkater. So, wen hättest du gerne? Ja, die Auswahl ist sehr, sehr schwer, aber ich glaube, ich nehme den Pinguin, um mich auch bei dir ein bisschen zu beliebt zu machen. Oh. So, gut, dann nehmen wir hier einmal den. Ich kann das gar nicht. Was heißt das? T-Saver. Der T-Saver aka Noob is back. Noob is back. Noob is back. Und gegen wen tritt er dann im Duell mit mir zusammen an? Also im Duell, ne, mit dem anderen. Gegen mich. Den Richter? Okay, dann nehmen wir noch den Richter. Also ihr zwei habt eine Freundschaftsanfrage von mir. Wie, jetzt durfte ich mir gar keinen aussuchen? Nix, hab beide gemacht. Tja, Mike, du wirst ja einfach überstimmt. Ach, Mann, ey. Das ist nicht nur hier so. So, dann gucke ich mal, dass die zwei Leute mich hier schnell anschreiben. Ja, schnell anschreiben finde ich gut. André, wir wollten reden noch über das Gewinnspiel. Und zwar, der Tweeday hat ja jetzt eine Tunis System Folge mit euch gedreht oder mit uns gedreht und hat jetzt dich und Niklas zur Wahl gestellt, was den Gewinner im Beat the Pro angeht. Also du und Niklas, ihr müsst antreten. Genau. Und die Leute können jetzt was gewinnen. Erklär mal kurz, was da los ist. Genau, also der Niklas hatte die Chance, da einen Asus G-Sync Monitor gegen mich zu gewinnen. Ja, er muss mich besiegen. AMF Duell, gleiches Prinzip wie hier. Richtig. Ne? Bis 16 geht's. Er hat den Vorteil, es ist sein Zimmer, es ist sein Gear und ich habe auf dem Razer Gear gespielt, was ich dort zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja. Ne? Und ne? Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass jeder von euch, der Bock drauf hat, einfach in unserer App, die ist jetzt auf der Facebook-Seite von Tweeday gehostet,
Official Tweedy heißt die. Ist aber, glaube ich, auch gleich unten nochmal eingeblendet. Haben wir schon. Und da könnt ihr raufgehen, da findet ihr die App, die heißt einfach Tune Your System Featuring Tweedy, glaube ich. Und einfach raufgehen und da eure Daten eintragen, abstimmen oder halt auswählen, habe ich gewonnen, hat der gute Niklas gewonnen und dann abschicken und dann ja, wird am Ende halt rausgelost. Unter allen, die natürlich richtig liegen, wer dann eine Grafikkarte bekommt. Ja, geil. Ziemlich einfach. Oder einfach jetzt noch schnell den Channel followen. Oder den Channel followen, weil, was die wenigsten wissen, unter allen Followern verlosen wir bis zum 31.05., das ist Sonntag, wohlgemerkt. Also bis Sonntag kann man sich noch jede Menge Accounts erstellen und followen, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich mit eurem Haupt-Twitch-Account followen und eine GeForce GTX 960 zu gewinnen. Das ist, ja, das ist mal eine Ansage, ne? Da muss man also nichts mehr tun. Das könnte sogar ich gewinnen, André, oder? Theoretisch da kann sogar ich gewinnen. Ja. Gut. Kommen nicht rein. Kommen nicht rein. Hast du über Konsole gemacht? So, es wird jetzt schon kollektiv geweint im Twitch-Chat. Vielleicht geben wir mal eine Runde Taschentücher aus. Und wieder Taschentücher? Wenn wir das hinter das Rohr-Zitat von vorhin copy and pasten in einem YouTube-Video, ne? Da müssen wir echt aufpassen, was wir sagen hier, André, ehrlich. Ach, du hast auch hier geile Ideen, Mann. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das Internet ist kreativ. Da hat man schon die komischsten Sachen erlebt. Ab. Gut. So, Warm-up end. Skeletron möchte als Wiedergutmachung 1-1 gegen Marie. Sehr gut. Marie ist am Start. Nur leider nicht mehr heute. Ja. So. No more talking. Das, das now we fight. Exec. Ah. Max on 40, MP, Round Time 5. Gut, das habe ich drin. Also der eine Kollege ist schon drauf. Ja. Der andere fehlt noch. Ein Kollege ist drauf, heißt ja aber, wir könnten eigentlich mit dem Kollegen schon loslegen, oder? Wir legen mit dem anderen los. Du gehst bitte Spec, wenn du joinst. Könnt ihr dann ja einfach reinjoinen und dann... Genau, ich habe ihm geschrieben, der andere soll Spec gehen. So, join mal, wir starten mit dir. Der andere braucht noch. Terrorists win. In was ist Marie Pro? Schminkbattle. Oh, ich glaube, da schätzt du Marie falsch ein. Schminkbattle. Nein. Also, ja, Marie schminkt hier die Protagonisten bei uns im Studio, aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht ihre ihr Haupttalent. Nein. So, okay, das der erste Blick ist ready. Warte mal kurz, bevor du hier rein swapst. Wir warten, bis wir rein swappen. Was hast du? Also, es geht 100%. Wie sehr bringen wir dich aus der Fassung, André, wenn wir fragen, ob du die Taskleiste auch noch entfernen kannst? Extrem, weil ich muss das komplette Spiel neu starten. Okay, dann lassen wir das einfach erleben. Ich kann eine Sache probieren. Nee, warte mal, wir sind... Soll ich probieren? Ja, probier. Kochwettbewerb ist gegen Marie, glaube ich, auch... Mario, ja, hier Marie, sag mal selber. Mario, Moment, warte, also wir haben was? Also erstens, ich kann nicht nur putzen und Bett beziehen. Herzlichen Dank, ihr seid alle sehr nett. Entweder in Mario Kart auf der Super Nintendo oder gerne auch auf dem Fußballplatz direkt gegeneinander und nicht in der Non-Reality World, sondern in der echten Welt. Marie will uns also erzählen, sie kann Fußball spielen. Okay, es ist das passiert, was ich befürchtet habe. Das Game ist abgestürzt. Aber es ist nicht so schlimm. Zeit. Ich join wir amüsieren uns mit Marie und dem Twitch-Chat. André, mach einfach so viel, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ja, Marie kann auch gut kochen. So, ich muss den Server neu joinen. Ja, also Mario Kart. Auch Beach Buggy? Beach Buggy taucht auch. Sehr gut. Hier gibt's.
Ja, wir haben ein Mini-Problem. Welches? Steam Community Server. Hm. Ja. AFK. Das ist das Problem, was der Kollege gerade hatte, warum er nicht raufkam. Jetzt habe ich das Problem. Aha. Du wolltest, dass ich es mache. Du wolltest, dass ich das Spiel mal starte. Ja, pass auf. Wir können jetzt die Schuldfrage diskutieren oder uns Alternativen überlegen. Alternative, es gibt keine. Wenn Steam sagt nein, dann sagt Steam nein. Ja doch, wir können natürlich das Swagpack auch einfach so im Twitch-Chat rausraffeln. Dann kannst du deine HE-Granaten bis zum nächsten Mal putzen und jeder hat die Chance zu gewinnen. Gib mir noch eine Minute. Okay, ich will Granaten schmeißen. Ich will sie werfen. Wir können ja sonst mal einmal aufs Ingame rein switchen, dass wir auch, warte mal, ja so. So, sind wir... Du kannst gerade kurz, ja. Ja, wir switchen einmal aufs Ingame, damit wir eben einmal zeigen können, dass der... Was für eine Grafikkarte hat unser Computer verbaut? Also unser One.de Cube hier hat eine GeForce GTX 960 von Nvidia. Richtig. Das gleiche Modell, was ist jetzt hier? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube nicht genau das. Ich glaube, es ist exakt dasselbe Modell. Genau, auch die von EVGA? Ich glaube, ne, die EVGA oder die Asus Strix, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall eine 69er, das steht schon fest. Gibt ja verschiedenste Variationen. Ja, und wie du sehen kannst, ich komme nicht rauf. Jetzt musst du wieder rausschalten und siehst du wieder das Passwort. Ja, dann wechseln wir wieder. Damit ich hier wieder nochmal probieren kann. Man hat auch gesehen, es geht einfach nichts gerade. Genau, also wer Details zum System haben muss, der kann auch im Twitch-Channel einfach runterscrollen. Da haben wir eine Box reingesetzt für den OneCube, für die Konfiguration. Da kannst du auch direkt dann draufklicken. Genau. Marie ist schuld, weil sie Skeletron nicht genommen hat. Deswegen hat einfach Valve die Server ausgeschaltet. Sehe ich genauso, oder? Irgendwas hat Valve gemacht. Ja. Wie seid ihr als Nvidia, als Mitarbeiter zu Nvidia gekommen? Wir sind nicht direkt bei Nvidia angestellt. Nvidia hat uns beauftragt. Also, da gibt es ja mehrere Wege. Und alle führen nach Rom. Wie kann man beim Meet the Pro mitmachen? Da bist du jetzt ein bisschen spät, weil da musst du dein Community. Da musst du einfach um 19 Uhr da sein, dir die Show angucken und da kriegst du dann schon mit, wie man Meet the Pro mitspielen kann. Haut doch einfach mal die Grafikkarte so raus. Ja, das lassen wir mal sein, weil ansonsten ist sie ja weg. Ha! Das heißt, drauf ist aber sind down. Ja, also der Kollege hat das gleiche Problem anscheinend. Ich schreibe gerade mal mit ihm, ob es bei ihm auch so ist. Steam ist scheinbar wirklich gerade... Also die Sache ist ja, Steam läuft über verschiedene Server. Ja. Du hast einmal die Steam Community Server, auf die du dich quasi einloggst. Ja. Dann hast du die normalen Server, auf denen du spielen kannst. Ja. Und das Problem ist, du musst halt, um auf diese Server raufzukommen, auf den anderen connected sein. Und da ist zum Beispiel dein Inventar, da sind deine ganzen Daten und so weiter. So, und wenn du jetzt einmal drauf bist, ist es egal, dann bist du drauf. Dann geht kurz deine Skins nicht zum Beispiel oder solche Sachen nicht. Aber wenn du halt nicht connected bist und auf den Server kommen willst, sagt er no. Okay. Und das Problem habe ich gerade. Das hat das Problem auch gerade der andere Kollege. Der eine ist drauf, weil er halt noch rechtzeitig gejoint ist, genauso wie ich. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Wollen wir den beiden einfach dann einen zukommen lassen? Ich meine, was willst du anders machen? Ja, das ist aber auch unfair... Eigentlich hat nur einer eins gewonnen. Ich kann sie aber auch nicht gegeneinander spielen lassen, weil wir können es ja nicht zugucken und auch der eine Kollege kommt nicht rauf. Wenn die beiden nochmal nächste Woche spielen? Wir können ja Folgendes machen. Wir geben die beiden die Möglichkeit, dass sie im A-Map-Duell spielen können nächste Woche. Dann müssen wir halt ein bisschen mehr zocken. Ja, also pass auf, wir machen mal Folgendes. Ein Swagback, das spielen die Jungs einfach nächste Woche aus. Da sollen die nächste Woche wieder da sein. Schreibt denen das bitte nächste Woche Mittwoch, 19 Uhr, da spielen die gegeneinander. So, da treiben wir die Gladiatoren in die Arena und dann geht es hier um einen Swagback. Und das andere Swagback blasen wir doch jetzt einfach auf Twitch raus, oder was meinst du nicht? Die Leute sind jetzt so, haben uns so lange hier die Stange gehalten, da können wir eigentlich auch mal eins unter den Viewern verraffeln, oder? Marie! Dieses mit der Stange gehalten und ein YouTube-Video, ja? Du musst jetzt hier nicht damit zusammenbrechen. Ach Mann, André, ey. Geht noch was? Nein. Ja, ich habe den beiden geschrieben. Mal gucken, ob sie gerade antworten. Ich meine, das sind halt technische Probleme, an denen wir nun wirklich gar nichts machen können, leider. Merkt ihr die beiden einfach, add die als Friend und dann ich machen wir das. Ich hab sie drin, Mal. Ich hab mir auch schon direkt einen Nickname gegeben. Swagback AE Glass. Kriegen sie beide rein. Ja, sehr gut. Add Nickname.
Swag Bag HE. So. Die Marie gibt dir jetzt mal ein paar Sachen, dass wir mal eben zeigen. Das machen wir gleich, während die Leute das Keyword spammen können, oder? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir doch mal einmal in das Twitch Raffle Tool. Ja. Dafür gehen wir. Ach, das dann Twitch Raffle Tool willst du direkt haben? Ja. Haben wir das denn hier? Oh, das haben wir da installiert. Warte, dann bringe ich mir Folgendes. Warte, dann mache ich direkt das Game erst vorher noch aus. Ja, weil gute Idee. Dann sieht man hier mal das Ganze in groß. Skeletron will, dass Marie sie zeigt. Nee, geht leider nicht. So, ich gucke nochmal kurz, was sie geschrieben hat. In der 50. Show hat Marie gerade announced, zeigt sie das Swag Bag. Ich muss die beiden mal kurz anringen, dass sie es gut sehen. Wir sind bei Show Nummer 9. Irgendwer ruft uns an. So, gut, ich hoffe, die beiden lesen das. Tut mir leid, tut uns leid. Geht nicht anders. Ja. So, und jetzt? Jetzt würde ich dich bitten, den Twitch-Raffler zu starten. Wir gehen mal auf die Ingame. Und dann musst das du dir Keyword? Ein schönes Keyword aussuchen, André. Marie? Keyword ist Marie mit großem M. So, Marie. Also, ihr dürft jetzt alle spammen. Das Keyword ist Marie. Und der Twitch-Raffle-Bot wird dann eure Antwort. Kein Timeout. Keyword Anti-Spam ist so. Ignore, zack, zack, zack. Okay, das passt alles. Genau. Ohne Ausrufezeichen, Jungs. Nur Marie. Es zählt nicht. Warum zählt es nicht, André? Was denn? Was zählt nicht? Er zählt nicht hoch. Du hast Subscriber-Luck an, oder? Das hat damit nichts zu tun. Warum zieht er nicht hoch? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, ihr spammt mal schön fleißig weiter. Ich starte das Ding nochmal neu. Heute läuft ja alles rund. Ja, was hast du den Spammer kaputt gemacht? Du bist ja auch auf Keyword gegangen oder nur auf... Ja, Apple? Ich habe Keyword gemacht und jetzt hier Marie. Ja. Das ist Keyword. Guck mal, Active geht aber auch nicht. Der macht gerade gar nichts. Hier ist einfach alles kaputt. Ja, das ist ja jetzt aber ein Twitch-Tool. Ist denn das Internet down vielleicht? Haben wir mal geguckt, ob... Ja, wie will das Internet down sein, wenn ich hier die ganze Zeit sehe, dass die Leute hier Marie schreiben? Ja. Kannst du das denn bei dir machen? Ich kann das probier mal bei dir aus. Du bist ja auch drin, dann machst du das nämlich, dann können wir es zwar nicht live zeigen, aber wir können es sehen und glaubt uns, Jungs, wir machen das fair. Ich zeig derweil schon mal, was es gibt. Also, zum einen haben wir unsere schönen Nvidia-Becher, die ihr natürlich mitnehmen könnt, wohin ihr wollt. Gehen auch nicht kaputt. Mike hat es letzte Woche demonstriert, wo er ein bisschen rumgeworfen hat. Dann mein persönliches kleines Highlight. Ich liebe die Teile, ich habe sie selber auch. Zum Zocken kann ich sie leider nicht nehmen, da ich solche Dinger nur auf der rechten Hand trage. Zack, zack. Einmal die komplette Kollektion. Denn rechts zocken gleichzeitig ist ein bisschen schwierig. So, dann gibt es hier ein schönes Cappy dazu. Das setze ich jetzt nicht auf, weil das ist noch hier alles schön mit Sicherheit verpackt und so weiter. Ein Schlüsselanhänger darf natürlich auch nicht fehlen. Auch natürlich schön im Wiedergrün. Marie mit Herzchen finde ich besonders schön von Skeleton. Sehr gut. Wie läuft es denn bei dir jetzt? Bei mir läuft das Tool auch nicht, nein. Ja. Ist der jetzt der dann haben wir noch das Raffle Add-on down oder was? Das kann aber nicht sein. Scheinbar. Schönes T-Shirt hier, das ich auch anhabe. So was machen wir. Ja. Also du rollst bei dir random in Chat. Also pass auf, ich mache jetzt hier. Du sagst Stopp, ja, ich gehe jetzt hier durch. Ja. Und dann sagst du noch gleich nochmal Stopp. Wir müssen eben auf dich drauf gehen. So. Und Stopp. Vierte Zeile von oben. Okay, das ging nicht. Okay, warte nochmal, ich halte es dann gedrückt. Warte. Ja, ja, ja. Stopp! Vierte Zeile von. Ach, Mann! Geh doch in den normalen Chat, du Ei. Will der mich veräppeln? Geh in den normalen Chat, komm. Okay. Aber hier geht's auch nicht, guck. Der geht sofort runter. Das geht nicht. Weißt du was? Du sagst einfach Stopp und der dann in dem Moment gepostet hat. Das merke ich ganz schnell. Ich gucke dann ganz schnell hin. Na gut, los. Dann sage ich Stopp. Okay, der hier. X Kasper, was für Cup Cape Star. X Cape Star. X Cape Star. Ja, den habe ich hier gefunden. Da habe ich ihn gesehen. Sehr gut. Ach Gott, was ein Stress. X Cape Star. Ich bin fertig. Sehr schön. Holla, die Waldfee. Ihr könnt übrigens aufhören, Marie zu spammen. Erstens mal freut ihr sich hier einen Keks hinter uns und zweitens mal ist das Gewinnspiel vorbei. X Cape Star, du müsstest mir bitte, also dem Nvidia.de-Account, eine Nachricht schicken. Also hier, ich schreibe das mal. Ja, raus in die Glück.
So. Ja, schade, dass uns der Steam dann... Ja, erst Steam, jetzt hat. Twitch, also... Merkwürdig, ist heute, ne? Der Freitag, der 13. Nee. Nee? Nee, Mittwoch der 27. Sind wir weit weg, ne? Mittwoch der 27. Das ist der neue Tag. Das wir machen jetzt Freitag, 13. wird so Mittwoch, ist das. Mittwoch der 27. Na, ist klar. Ja, André, das war's für heute. Ich würde sagen, wir erinnern nochmal an unsere Gewinnspiele. Bei Tweeday können wir was gewinnen. Genau. Bei uns auf dem Twitch-Channel könnt ihr was gewinnen, indem ihr followt. Wir können auf Nvidia Deutschland was gewinnen. Genau, da kann man sich bewerben noch für seine eigene Tuning System Folge, wo wir dann vorbeikommen würden, euch eine Grafikkarte in euer System integrieren und man kann um Monitor und Gearset spielen. Exakt. Und dann haben wir noch die Witcher Collector Edition, die wir auch noch verlosen. Da muss man halt einen Sonnenuntergang oder Aufgang mit Nvidia Shadowplay aufnehmen, auf YouTube hochladen und dann kann man auch da teilnehmen. Genau. Und was Geiles gewinnen, was es nirgendwo gibt. Und das sind die derzeitigen Gewinnspiele. Ja, und das war's dann für die heutige Show, würde ich sagen. Genau, wir wünschen gute Besserung an Kai, dass der nächste Woche wieder am Start ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Show wieder einschaltet und einfach mal so ein bisschen guckt. Vielleicht werden wir auch bald wieder streamen. Ne, da werden wir ein bisschen spontaner sein. Und ja, nächste Show wird es natürlich wieder Beat the Pro geben. Wir werden den Nunja wieder hoffentlich dabei haben. Mase wird wieder am Start sein und ja, ein paar andere Sachen. Lasst euch überraschen. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Macht's gut.